So, also jetzt herzlich willkommen zu unserem gewagten Experiment. Was ist Wildnispädagogik? Das ist ein wirklich mutiges Unterfangen aus meiner Sicht, dazu etwas erzählen zu wollen. Ganz kurz zu mir. Also Joscha Grolms, ich habe mit 14 Jahren Wolfgang kennengelernt. Und ich kann rückblickend sagen, es gibt quasi mein Leben vor Wolfgang und nach Wolfgang. Ich bin dadurch mit Wildnispädagogik in Kontakt gekommen und es hat einfach tiefe Spuren bei mir hinterlassen. Werde da gleich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber jetzt bin ich 40 und das heißt, ich habe mich auf jeden Fall intensiv die letzten 20, 25 Jahre mit dem Thema beschäftigt und ich kann immer noch nicht so richtig klar sagen, was Wildnispädagogik ist. Und ich glaube, das ist schon ein Teil von Wildnispädagogik, dass es sich eben schwer kategorisieren lässt. Und da erzähle ich auch gerne gleich noch mehr dazu. Und ganz wichtig vorab ist Wolfgang und mir, dass, wenn wir über Wildnispädagogik sprechen, es gibt mittlerweile so viele Wildnisschulen und es gibt so viele tolle Leute, die verschiedenste wildnispädagogische Angebote machen. Genau genommen weiß ich aber nicht, was die alle machen, weil ich kenne ja nicht alle und ich war auch nicht überall dabei. Das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, was Wildnispädagogik ist, dann sprechen wir genau genommen darüber, was Wildniswissen Wildnispädagogik ist. Wildniswissen, das ist die Wildnisschule von Wolfgang Mier, die hier dieses Symposium jetzt veranstaltet und wo ganz viele andere Wildnisschulleiterinnen und Leiter auch jetzt dazugekommen sind, um ihre Beiträge zu teilen. Wenn wir aber über Wildnispädagogik hier jetzt reden, dann ist das erstmal einfach, was Wolfgang und ich darunter verstehen. Das ist das, wovon wir was verstehen, eben wie wir das machen auf Wildniswissen-Art. Und jede Schule hat ihre eigenen Stärken, ihre eigenen Facetten. Und wenn wir was anders machen als andere, dann ist das nicht besser oder schlechter oder das eine falsch oder das andere richtig, sondern in der Wildnispädagogik geht es auch viel um die persönlichen Qualitäten und die Geschenke, die jeder Einzelne zu bringen, also bringen kann, die zu fördern und an die Oberfläche zu holen. Und ich weiß vor vielen Jahren, da es gibt ein Netzwerk, das heißt WIND, das ist das Wildnisschulnetzwerk Deutschland. Und da kamen wir einmal zusammen, also wir kommen regelmäßig zusammen, einmal im Jahr. Und wir haben darüber gesprochen, einen Standard für die Wildnispädagogik-Ausbildung, also die einjährige Wildnispädagogik-Ausbildung, festzulegen. Und wir haben ein paar Grundlagen, die als roter Faden sich durchziehen und haben dann auch gemeinsam entschieden, dass wir es nicht darüber hinaus, über diese gewissen Grundlagen hinaus standardisieren wollen, eben weil diese persönliche Note, diese Stärken von jeder Einzelnen, weil die so entscheidend sind, weil das so ein Kernelement auch von der Wildnispädagogik ist. Und deswegen einfach vorab, wir haben mit Absicht ja auch andere Schulen eingeladen, damit wir eben auch deren Gedanken dazu hören, deren Stärken erleben. Das, was Wolfgang und ich jetzt erzählen, das ist nicht exklusiv und ultimativ richtig, sondern es ist einfach nur das, wovon wir halt was verstehen, nämlich unser Laden und wie wir das tun. Ja. Also das wollte ich vorab sagen. Wolfgang, hast du da schon was zu ergänzen oder willst du anfangen? Sonst würde ich einfach mal dem Thema annähern und Ja, ja. das hast du schön gesagt. Was mir noch dazu als Ergänzung einfällt, ist, das hat ja auch damit zu tun, wer von den Wildnisschulenleuten wo und bei wem irgendwelche Ausbildungen gemacht hat, die dann in die Wildnisschule und in das, was Wildnispädagogik ist, eingeflossen sind. Klar. Und wir können ganz klar nur davon reden, wie wir zwei das sehen. Und das geht ja auch bis zu uns. Wir sind ja deswegen zu zweit auch. Es war Joschas Idee, deine Idee, Joscha, über Wildnispädagogik was zu erzählen. Und ich habe das gesehen und dann sage ich zu dir, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir das zu zweit machen. Du hast was im Kopf und fang du mal an. Und
bei der einen oder anderen Sache wird mir wahrscheinlich dazu was einfallen. Das ist eine Vorgehensweise, die kennen wir beide, Joscha und ich, seit langem, weil wir so auch unsere Seminare gestalten, wenn wir zusammen eins machen. Und gleichzeitig konnten wir ja auch feststellen, dass auch wir zwei natürlich nicht völlig identisch sind und auch jeder von uns da die eine Betrachtungsweise reinbringen kann und der andere noch eine andere. Und das ist ja auch das, was in der Natur tatsächlich stattfindet, dass es nicht einen Grashalm gibt, der genauso aussieht, hundertprozentig wie der nächste und so weiter und so fort. Und das ist das eigentlich auch, was, wie du schon gesagt hast, Joscha, auch Wildnispädagogik ausmacht. Es geht gar nicht anders. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fang du mal an. Und sollte mir irgendwo etwas Schlaues dazu einfallen, dann... Unterbrichst du mich und erzählst einfach, was du willst. Ja, genau. Würge ich dich ab und erzähl das Gegenteil. So wie sonst auch. So wie sonst auch, genau. Okay. Also... Es ist wirklich auch faszinierend, weil ich in diesen 20, 25 Jahren, die ich mich mit dem Thema beschäftige, also das, ich würde sagen, ich tauche immer tiefer ein. Und was ich denke, was Wildnispädagogik ausmacht, das verändert sich. Und also es kommt eigentlich immer noch was dazu. Man kann ja auch sagen, was ist das für ein Hobby, wo man so viele Jahre sich so intensiv auch mit beschäftigen kann. Und wahrscheinlich haben einige gehört oder gelesen, es gibt dieses Buch Tierspuren Europas, das zusammen mit einigen anderen, die viel geholfen haben, wir geschrieben haben. Und da geht es um Tierspuren. Und also ich habe 8 Jahre daran gearbeitet, das zu schreiben, Fotos zu sammeln, Daten zu sammeln und so weiter. Und Tierspuren ist ein faszinierendes Thema. Und es ist aber quasi eine winzig kleine Facette von Wildnispädagogik. Das ist ein Element von Wildnispädagogik, mit dem ich mich die letzten 8 Jahre ziemlich intensiv beschäftigt habe. Und das erzähle ich einfach, um nochmal diese Reichweite aufzumachen. Wenn ich jetzt quasi in Pflanzen gehe, dann kommen mir die 8 Jahre Tierspuren wie ein Witz vor, weil Pflanzen ist ja noch viel umfassender vielleicht, ja, wenn ich mir all die Pflanzen anschaue. So. Und auch das ist wieder nur eine kleine Facette oder ein Teilbereich von Wildnispädagogik. So, das heißt, was ich als erstes sagen möchte, ist, ich habe irgendwann mal angefangen, weil mich Feuer machen ohne Feuerzeug und Streichholz interessiert hat. Ich fand das toll, irgendwie was Praktisches, mit Holz habe ich gerne gearbeitet, ich habe das gerne angefasst, der Geruch, wenn das quietscht ein bisschen, wenn sich der Bohrer und das Brett, wenn die halt da in Verbindung gehen, dann kommt der Rauch und irgendwie dieses Faszinierende und dieser magische Moment, wenn du das erste Mal selber die Glut anpustest und dann eben die Flamme rauskommt, das hat mich einfach gefangen, das hat mich fasziniert und damit ging das los, bin ich einfach nachgegangen, diesem Gefühl. Ich wollte mehr davon. Und damals habe ich gedacht, es geht um solche Dinge, um Fähigkeiten wie Feuer machen ohne Feuerzeug und Streichholz. Das war auch am Anfang, und jetzt sind wir hier in den 90er Jahren, ganz neu. Und ich erinnere mich, dass Leute nur deswegen gekommen sind. Die haben angerufen und gesagt, und du machst da Feuer ohne Streichhölzer. Das können wir da lernen. Und ich sage, ja. Und das zeigst du uns, wie das geht, und dann machst du das. Und ich sage, nein, ich zeige euch, wie das geht, und du machst es selbst. Und da gab es ein paar Leute, die nur deswegen gekommen sind, und wäre das nicht gewesen, Feuer ohne Streichhölzer,
wären die nicht erschienen. Das war heute ist das überall gang und gäbe in all den Schulen. Und damals war es halt ganz, ganz neu. Und so ging es los. Ja. Ja. Und dann, also das kennen ja jetzt viele von euch, die ihr gerade zuhört, auch dieses Gefühl, ja, du hast irgendwie daran gearbeitet und es war auch erstmal vielleicht herausfordernd und dann bist du aber am Ball geblieben und mit ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen hast du auf einmal diese Glut selbst entfacht und es ist eine Flamme da. Und die Älteren von uns, die kennen wahrscheinlich alle noch den Schrei aus dem Film Castaway, wie er ruft, ich habe Feuer gemacht. Einfach weil das so ein, also so begeisternd sein kann von dem Gefühl, was einen durchdringt. Und natürlich ist das jetzt nur ein Beispiel, aber das ist, wovon ich rede. Dieses Gefühl, was da auftaucht und mich hat das in seinen Bann gezogen. Und das ging dann so tatsächlich, dass ich nach dem Abitur für ein ganzes Jahr, Wolfgang hatte da auf jeden Fall seine Finger mit im Spiel, in die Wildnis gegangen bin, nach Nordamerika und ein ganzes Jahr da draußen gelebt habe, um eben diese Dinge zu tun und vom Land zu lernen. Also zu lernen von den Hölzern, von den Bäumen, vom Feuer, Feuerhüten zum Beispiel, wie man ein rauchfreies Feuer macht, das lernt man natürlich am besten vom Feuer und nicht von irgendjemandem, der dir einen Vortrag darüber erzählt. So. Und ich wollte unmittelbar direkt von der Erde lernen und von den Elementen. Und so waren wir also dieses ganze Jahr draußen in einer Gruppe von 5 Leuten mit begrenzten Ressourcen. Teilweise, wir hatten zum Beispiel einen Kochtopf. Aber wenn Leute unterschiedliche Vorstellungen von gutem Essen haben, dann ist ein Kochtopf eine begrenzte Ressource. Und genauso auch mit dem Essen. Du sammelst das, was du findest und bist froh über einen Fisch, der beißt zum Beispiel. So, warum ich das erzähle, was sich jetzt getan hat, ist, auf einmal wurde mir klar, Gemeinschaft und Zusammenleben in Gruppe, das ist, also wenn ich lange draußen sein möchte, dann kann ich nicht immer nur Feuer machen und schnitzen, so, sondern dann ist es auch wichtig, dass ich lerne, wie gehe ich mit diesen anderen um und wie kann ich mich selber so einbringen, dass wir als Kreis zusammen funktionieren, anstatt dass ich einfach nur mein Ding mache. Und das war ein ziemlich herausfordernder Prozess für mich anfangs. Und gleichzeitig ist es dann aber auch sehr belohnend geworden, weil so wie ein inspirierendes Vorbild Albert Einstein für mich immer wieder gesagt hat, das ist, Leben mit Menschen ist um ein Vielfaches schwerer, aber es ist auch um ein Vielfaches bunter. So in etwa habe ich das in Erinnerung, wurde das gesagt. Es ist um ein Vielfaches bunter. Und das heißt, was sich jetzt verschoben hat, ist, wo ich eben noch dachte, okay, bei Wildnispädagogik geht es um Feuer machen ohne Feuerzeug und Streichholz und um sich eine Schutzbehausung bauen, ist dann auf einmal dieser Riesendimension aufgetaucht von Gemeinschaft, miteinander, gut miteinander leben, einem respektvollen, gleichberechtigten, liebevollen Umgang miteinander. Und wenn wir das als Thema öffnen, dann bin ich auf einmal auch bei, wie bringe ich mich ein in Gemeinschaft? Und das wirft mich zurück auf, wer bin ich? Bin ich jemand, der sich schnell aufregt, wenn es nicht so läuft, wie er möchte? Oder bin ich vielleicht jemand, der anderen gut zuhört, der anderen Raum gibt und zuhört und lernen möchte? Und all diese Fragen, wer ich bin, die sind plötzlich mit da. Und so dehnt sich dieses Thema, was ist Wildnispädagogik, immer weiter aus. Das will ich einfach als Grundlage kurz legen. Und damit hat es ja nie aufgehört, sondern das war einfach jetzt ein großer Baustein, der irgendwann dazu kam. Und wieder nochmal 10 Jahre später oder so, Wolfgang, willst du da gerade was zu sagen? Nein, ich okay. Ja, also jetzt sind wir plötzlich bei dieser Baustelle, wer bin ich und wie bringe ich mich in Gemeinschaft ein und was hilft zu einem friedlichen Miteinander oder einem schönen Miteinander? Weil was eine meiner Lehrerinnen immer sagte, das ist alleine draußen, das ist ja Überleben. Das ist ein Überlebenskampf. Und ich hatte nie Lust auf Kampf und Überleben. Ich wollte das Leben leben und ich wollte dabei draußen sein. Und leben wird es eben mit anderen. Und gleichzeitig kannst du dir jetzt denken, mit anderen, oh Mann, das ist auch anstrengend so. Und ich habe gerne auch mal meine Ruhe.
Ja, genau. So, und das ist quasi das große Feld dann von, wie können wir da als Gemeinschaft aufblühen miteinander und ja, so miteinander umgehen, dass das auch wirklich schön ist und keine Qual. Wir sagen ja im Deutschen, haben wir das Wort Überleben. Und irgendwann fällt mir das richtig auf und ich denke mir, was ist denn das eigentlich? Jetzt haben wir Leben und dann gibt es plötzlich Überleben. Ist es irgendwie mehr als Leben? Und ja, es hat ja damals auch die Survival-Schulen gegeben, gibt es ja heute auch noch, wo Survival-Schule etwas Bestimmtes ist und eine Wildnisschule etwas anderes ist, so wie ich das sehe. Und Survival, da hat es halt damit zu tun, dass du in irgendeine doofe Situation in der sogenannten Wildnis kommst und die musst du dann irgendwie überleben und dazu brauchst du ein paar Tricks, die du drauf haben musst, um da Gott sei Dank wieder rauszukommen. Während wir sagen, darum geht es nicht. Es dreht sich nicht um Überleben, sondern um Leben. Und da kommt das alles jetzt zu tragen, was Joscha gerade von Gemeinschaft gesagt hat. Sich draußen gemütlich machen. In diesem Zusammenhang konnte ich nicht umhin, dass es nicht anders ist mit dem Wort Wildnis. Das hast du schon beschrieben, wie sich das verändert. Auch bei mir natürlich im Laufe der Zeit hat Wildnis eine ganz andere Bedeutung bekommen. Wildnis ist ein Wort, das kommt nicht von früher. Wildnis ist nicht ein Vokabel, das indigene Völker kennen. Denn Wildnis ist ein Vokabel, das die Zivilisation dazu benutzt, um auf etwas zu zeigen, wo diese westliche Zivilisation halt nicht ist. Und wo die nicht ist, laut deren Dafürhalten, ist es halt schwierig zu überleben und hart und sowas alles. Aber tatsächlich gab es keinen Fleck auf dieser Erde, wo nicht ganz normal Leute gelebt haben, lange bevor diese sogenannte westliche Zivilisation in die Welt gekommen ist und Fuß gefasst hat. So hat sich auch für mich dieses Wildnis verändert. Und heute sage ich, dass es Wildnis als solche so auf dem ganzen Planeten eigentlich nicht gegeben hat. Es haben überall Leute gewohnt und haben da ihr Leben gemacht, ihr gutes Leben, und zwar von der Arktis bis zum Äquator und Punkt. Und eben nach gewissen Regeln, die du automatisch eintauchst, die du automatisch wählst, die du erkennst, wenn du nahe der Natur lebst. Und das alles, dieses nahe der Natur Leben, die Regeln von damals, die kommen jetzt auch zu tragen, wenn es darum geht, wie du gerade erzählt hast, Joscha, mit Gemeinschaft. Und genauso wie diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie kann ich es mir draußen gemütlich machen, ein Feuer oder irgendwas bauen, dass ich es trocken habe und gut schlafen kann, nicht weg ist und noch da ist, sonst könnten wir es nicht erzählen. Genauso sind all die anderen Regeln immer noch da und wir können sie anwenden. Genauso wie, was viele gar nicht denken, unendlich viele indigene Völker überall auf dieser Welt vollkommen noch da sind. Auch wenn viele denken, je nachdem, wo du gerade herkommst, die gibt es da nicht mehr. Ja, es sind ganz viele weg, aber ganz viele sind noch immer da. Gott sei Dank, denn von denen haben wir das alles gelernt. Ja. Ja,
Also, wenn ich mich mit Indigenen unterhalten habe, und konkret waren das zum Beispiel Menschen vom Volk der Menomine. Menomine, das sind die, das heißt in unsere Sprache übersetzt Reisleute, und die sind im Reservat Lac de Flambeau, das ist in Wisconsin, südlich von Lake Superior. Und da in dieser Suche Wildnis, was heißt das eigentlich? Da sind wir im Gespräch. Das gibt erstmal mit dem Dolmetschen ein bisschen ein Problem. Dann hast du halt Englisch und dann geht es hin und her. Und irgendwann haben wir gemerkt, das, was da am nahesten in deren Sprache, das ist Algonquin oder wir sagen oft Ojibwa. Ojibwa sind einfach ganz, ganz viele Leute, ganz viele Volksgruppen. Aber die gehören alle zur Sprachfamilie Algonquin. Und dann kam raus, also Wildnis, damit müssen wir Westler, wenn wir das sagen, doch eigentlich am ehesten meinen, zu Hause, gemütlicher Platz, wo geboren ist und wo du mit allem versorgt wirst, was du zum Leben brauchst. Und ich habe dann gedacht, ja, irgendwie wünsche ich mir, dass ich das so sehe, aber das, wo ich herkomme, was ich gelernt habe, was das Wort heißt, das sind andere Assoziationsketten. Das ist eher das Fremde, das Unkontrollierbare, das Wilde, das, was unbändigbar ist. Und gleichzeitig sind dann oft auch romantische Gedanken, wie es ist auch frei. Und ja, das stimmt, aber mit dieser Freiheit kommt natürlich auch eine unglaubliche Verantwortung, nämlich die, sich selbst zu kümmern die ganze Zeit um sein Leben und die Spuren, die man hinterlässt. Und also auf jeden Fall war klar, boah, Wildnis und Zuhause, und dass das quasi das gleiche Wort sein soll. Und dann sind wir gelandet bei, wenn wir von Wildnispädagogik sprechen. Also ich bekomme auch heute immer noch Anrufe oder E-Mails oder Gespräche mit Menschen, die mir sagen, naja, aber echte Wildnis gibt es ja in Deutschland gar nicht. Und Sie sind eine Wildnisschule, das ist doch Quatsch. Es gibt keine Wildnis und Wildnispädagogik. Und ja, ich weiß, was gemeint ist, nur gleichzeitig geht es da nicht drum. Weil, ich sage es mal so, für ein Kind aus Berlin-Mitte, das vielleicht noch nie im Wald gewesen ist, ist es einfach wild genug, wenn ich mich an einem Seminarhaus in die Nähe von Bäumen setze und Regen abbekomme. Das ist wild genug. Und das ist nicht das, worum es geht, dass wir wirklich unberührte, echte, quasi per Definition Wildnis haben müssen. So, und das andere, was jetzt schwierig wird, das ist quasi der Begriff Pädagogik. Und tatsächlich, nach meinem Verständnis, so wie ich das erinnere, haben wir von Anfang an, wie der in die Welt kam, Wildnispädagogik, so richtig glücklich waren wir damit nicht. Aber mittlerweile ist er etabliert, und das ist ja ganz anders als vor 25 Jahren, wo das niemand kannte. Und das heißt, wir ändern da jetzt auch nichts mehr dran. Aber ich kenne Menschen, die sagen uns, also an Pädagogik bin ich eigentlich nicht interessiert. Ich würde das gerne für mich machen, aber muss ich dann lernen, wie ich mit Menschen arbeite? Und genauso gibt es natürlich auch Leute, die kommen eben wegen dem Begriff Pädagogik. Ich habe dann mal im Duden nachgeschaut und gelesen, was heißt eigentlich Pädagogik? Und eine Definition von Pädagogik ist, für das Leben in Zivilisation brauchbar machen. So, dann lande ich natürlich bei, was heißt denn Zivilisation? Und das ist auch schwer einfach zu sagen, aber wenn ich in die Herkunft des Wortes schaue, dann lande ich eigentlich bei hausbasiertem Lebensstil. Also ein Lebensstil, der hauszentriert ist oder gebäudezentriert ist. Und bei der Wildnispädagogik geht es auf jeden Fall viel darum, aus dem Haus rauszugehen. Und eben in der Wildnis oder dem Zuhause draußen, also das Zuhause, das draußen wieder als Zuhause zu erleben, wo wir geschützt, sicher, ernährt, versorgt und so weiter sind. So, das heißt, in dieser ersten Instanz macht Wildnispädagogik nicht für das Leben in den Häusern brauchbar, sondern es zeigt uns, wie gemütlich und schön und gesund ein Leben draußen sein kann. Und ich komme später noch dazu, wieso es trotzdem auch für Zivilisation brauchbar ist, also ganz klar. Aber das ist eine längere Reise. So, das heißt, jetzt habe ich was zu dem Begriff gesagt, Wildnispädagogik und dieser Irreführung und dieser ganzen Trennung.
die ja das mit der Wildnis suggeriert. Ne? Das ist, ich bin hier drinnen in meinem Haus, da drin habe ich alles unter Kontrolle, also scheinbar unter Kontrolle. Ich habe die Zentralheizung und ich gucke raus aus dem Fenster, ich sehe den Sturm oder das Unwetter und ich sage, boah, da draußen ist es echt ganz schön wild und ich bin froh, dass ich in meiner komfortablen Zone im Raum sitze, meinen Kühlschrank habe und es mir gut geht. So gleichzeitig, was mir passiert ist, ist, wenn es mir zu lange so gut geht, dann esse ich gemütlich und nehme ein bisschen zu und meine Gelenke werden nicht gebraucht und meine Muskeln schlaffen ab und irgendwann wird mir langweilig und ich gucke Fernsehen. So, das ist jetzt nur autobiografisch. Und dann bekomme ich plötzlich Sehnsucht und Ideen. Och, wie wäre das? Ich möchte mal wieder ein Abenteuer erleben. Ich würde so gerne mal raus und ich sehe einen Film, wo Leute durchs Gewitter, durch den Sturm wandern und ich denke, wie cool, toll, das möchte ich auch. Und ich weiß noch, wie Wolfgang irgendwann mal gesagt hat, als ich irgendeine meiner Ideen erzählte, sagte er, ja, das ist so eine richtige Sofa-Idee. Das ist so eine Idee, die kommt einem, wenn man auf dem Sofa sitzt. Das war irgendwie, wir machen diese Expedition in die Arktis und so weiter. Und diese Ideen können mir kommen, wenn ich in meiner Komfortzone sitze, in meinem Haus. Und in dem Moment, in dem ich wirklich rausgehe und ich bin dann, sagen wir mal, mir ist dann nass und kalt und ich habe vielleicht auch ein bisschen Hunger, dann frage ich mich auf einmal, wieso wollte ich das? So, und gleichzeitig passiert da aber etwas unglaublich Lebendiges bei. So, ja, mir ist vielleicht mal kalt gewesen und ja, vielleicht wurde ich auch mal nass. Aber schlussendlich, wenn ich überlebe, und bei uns geht es ja eher ums Gemütlichmachen draußen als ums Überleben, dann habe ich auch ein Feuer und ich werde auch wieder trocken und ich habe was zu essen und ich sitze da mit Freunden und wir merken, wow, wir fühlen uns einfach lebendig. Es ist nicht 21,5 Grad und unter Kontrolle die ganze Zeit scheinbar, aber es ist so erfüllend und so inspirierend und so, es fühlt sich einfach so gut an. So, und das sind jetzt quasi alles erstmal sozusagen Eröffnungspunkte für mich, für Wildnispädagogik. Also es geht darum, rauszugehen aus dem Haus, auf jeden Fall, und uns in Natur, in Verbindung mit Natur und als Teil von Natur zu erleben. Und dabei zu merken, dass quasi dieses Wilde draußen eigentlich das Drinnen ist, in dem wir zu Hause sind, wo wir als Spezies herkommen und wo es uns sehr, sehr gut geht, sehr gut gehen kann. Und dann lande ich auf einmal bei, wenn ich das lange genug gemacht habe, also ich sitze lange genug zu Hause in meinem Raum und immer wieder entsteht die Sehnsucht. Immer wieder gehe ich raus und mache die Erfahrungen draußen und ich komme immer wieder auch zurück. Und was dadurch passiert ist, ist, dass ich heute natürlich wertschätzen kann, wie gesund das für mich ist, draußen zu sein und wie gut es tut auf so vielen verschiedenen Ebenen, sodass ich heute quasi den Diskomfort des Nasswerdens oder des Rauchs in den Augen vom Lagerfeuer, das hat sich gedreht. Für mich ist das heute gemütlicher, als in meinem Büro zu sitzen, wo quasi die perfekte Temperatur ist und ich keinen Rauch in den Augen habe, weil es sich so gesund anfühlt und weil dieser lebendige Zustand in meinem Körper da ist. Weißt du, meine Muskeln sind gebraucht und all das passiert. Und das heißt, es hat sich was gedreht. Das heißt, diese Komfortzone, von der wir oft sprechen, die ist für mich auf einmal, ich fühle mich draußen eigentlich geborgener und mehr zu Hause und freue mich über das ab und zu auch mal Frieren oder den Rauch, weil es so echt ist. Weil es so echt ist und weil es so sinnlich ist und weil ich so unmittelbar irgendwie da sein kann. Und da lassen wir jetzt mal Wolfgang was zu sagen. Ja, das ist einer der Hauptpunkte, wie ich ihn sehe, von Wildnispädagogik. Ich muss noch mal kurz zurück zu dem Wort. Über das Wort habe ich mich so aufgeregt, dass ich ein Jahr später den Lehrgang angefangen habe als Gero, der mit dem ersten Lehrgang überhaupt dieser Art in Deutschland rausgegangen ist oder in ganz Europa wahrscheinlich.
denn es hat einfach nichts mit herkömmlicher Pädagogik zu tun. Und ich sage das auch immer, wenn Leute fragen, wenn sie das erwarten würden, sie würden da nichts kriegen in unserem Lehrgang Wildnispädagogik. Es ist die Pädagogik, damit habe ich mich jetzt angefreundet, von früher. Früher aus der Zeit, aus der all diese Sachen kommen, die wir weitergeben. Und wie du, Joscha, schon gesagt hast, das Wort, ich glaube, wir verlieren die Hälfte der Leute, die daran interessiert werden, sowas zu machen, was wir anbieten, nur weil das Wort Pädagogik dasteht. Aber ich kann damit leben, dass es die Pädagogik von früher ist und fertig. Wir haben so viele Arbeiten, von Diplomarbeiten, Bachelor, Master, über dieses Thema. Das kriegen wir so nicht mehr weg und das ist auch okay. Also ich habe mich dran gewohnt. Dieses Draußensein. Was uns heute fehlt, wonach die meisten Leute sich sehnen, weil es fehlt, ist die Anbindung an die Welt, wenn du so willst, die Anbindung an Natur. Wir haben ja ganz, ganz lange völlig anders gelebt. Und zwar unendlich lange, je nachdem, wo du anfängst, mit Homo sapiens oder Neandertaler oder Erectus, also Jahrhunderttausende meinetwegen. Und wir leben erst ganz, 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 ganz kurz, so wie wir jetzt leben. Und die ganze Software von diesem früheren Leben ist vollkommen da. Das geht gar nicht anders. Wir konnten nur die werden, die wir heute sind, weil wir uns komplett zusammen entwickelt haben mit allem anderen, was es gibt auf der Welt. Mit allen Elementen, mit allen Tieren, mit allen Pflanzen, mit allen Steinen. Das ist drinnen. Es ging nicht ohne. So, das bedeutet für mich auf jeden Fall, sobald wir anfangen, wieder rauszugehen, dieses gemütliche Heim zu verlassen, in die Natur, und dazu reichen vollkommen unsere Natur hier, unsere Wälder hier. Es geht nicht richtig gut in einem Kornfeld, wo du nur eine Pflanze hast, aber ein normaler Wald reicht. Sobald wir wieder rausgehen, springen dieses System, die ganzen Verbindungen, die springen wieder an. Und das macht was mit uns. Und in der Wildnispädagogik gehen wir her, die das betreiben, und sagen denen nicht, wie es geht. Wir gehen viel eher her und bereiten einen Boden. Von diesem Boden können sich dann die Leute, die daran teilnehmen, die Angebote, die es da gibt, die können sie nehmen und müssen sie dann selbst erfahren. Ohne persönliche Erfahrung wird das nichts. Und weil das so ist, weil es, wenn ich jetzt an das Jahr denke, ein ganzes Jahr lang zu diesen persönlichen Erfahrungen kommt, hast du kaum eine Chance, deine Komfortzone, mit der du angekommen bist, hast du kaum eine Chance, die nicht zu verlassen. Nicht, weil wir irgendjemanden reinhetzen, damit er das Ja erlebt. Nein, das macht jeder selbst. Jeder selbst zieht auch da andere Erfahrungen raus und hat auch andere Erkenntnisse, weil wir eben verschieden sind. Aber es ist so gut wie immer so bei allen, dass du, wenn du dir das Angebot nimmst und jetzt da was tust
und persönlich erfährst, dass du hinterher plötzlich vielleicht feststellst, boah, eigentlich, es ist ja so kalt draußen. Und jetzt, wo ich das erlebt habe, wo ich diesen Fuchs gesehen habe, wie der einen Sprung macht und mit dem Kopf im Schnee verschwindet, weil er eine Maus fangen will. Und ich war vollkommen baff und ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass es mir zu kalt war oder sonst irgendetwas. Solche Sachen. So, du verlässt die Komfortzone, kann sein, ohne dass es dir richtig auffällt. Was dabei rauskommt am Ende, ist, dass auf jeden Fall jemand da und dort mehr erfahren hat von sich und von der Welt. Und das ist der Beginn wieder von persönlicher Anwendung. Und wenn ich gut verbunden bin, dann kann ich nicht anders, als dass ich das, mit dem ich verbunden bin, oder die, mit denen ich verbunden bin, dass ich das mehr mag. Das bleibt nicht aus. Und mir wird auch immer klarer, wie sehr ich und alle um mich herum, die Bäume, die Sträucher, alle Pflanzen, die Tiere, das Wetter, was auch immer, mir wird immer klarer, wie das alles zusammenpasst und wie ich da dazugehöre. Und wie immer mehr ich mich wohlfühle damit und dadurch. Und das ist meines Erachtens eine Grundsäule. Das ist das, was schlussendlich bei Wildnispädagogik in meiner Welt rauskommt. Ein Menschenwesen, das mehr jetzt verbunden ist als vorher. Und diese Verbundenheit, die hat, und das geht nicht anders, jeder und jede für sich selbst rausgefunden, auf ihre eigene Art und Weise. Und die Resultate von diesem Rausfinden sind von den 20 Personen, die da ein Jahr zusammen sind, auch immer verschieden, weil Natur und weil wir selbst als Natur eben verschieden sind. Ja, also mittlerweile ist klar, was für ein weites Feld das ist, und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir eigentlich nur an verschiedensten Punkten kratzen, und das liegt einfach, glaube ich, in der Natur des Themas. Ich gebe mal mein Bestes, das noch ein bisschen weiter zu erklären, ein bisschen weiter zu beleuchten. Also jetzt hat Wolfgang Verbindung angesprochen, und das ist in unserem herkömmlichen Bildungssystem, und da wird sich oft auf die Vermittlung von Informationen fokussiert. Das heißt, es geht darum, Wissen zu vermitteln. Und wenn ich etwas über etwas gelesen habe, dann ist die Idee, dann weiß ich das. Und tatsächlich ist auch da wieder sprachlich, wenn wir uns zum Beispiel mit dem Algonquin beschäftigen und schauen, was ist da das Verständnis von Wissen, dann würden die eher sowas sagen wie, naja, du hast da alles drüber gelesen, aber Wissen tust du trotzdem nichts in Bezug auf das Thema. Und das geht entgegen zu der, sage ich mal, jetzt ändert sich natürlich auch gerade ganz viel in verschiedensten Universitäten und so weiter. Aber grundsätzlich gab es schon mal oder gibt es auch immer noch die Idee, ich kann was über was lesen und dann weiß ich da was. Und ja, natürlich, da weiß ich was. Aber wenn ich darüber lese, wie ein Wasserfall funktioniert, und ich lese die Physik und ich lese die Zusammensetzung H2O und so weiter, ich habe trotzdem nicht das Gefühl, wie es ist, vor diesem
reißenden, lebendigen, sprudelnden Wasserfall zu stehen. Und genauso ist das, wenn ich ein Abenteuerroman lese darüber, wie jemand durch ein Gewitter wandert, oder ob ich quasi selber draußen in der Natur wandere und mich dieses Gewitter erwischt. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und das eine ist erlebt und es gab sinnlichen Input. Und durch diesen sinnlichen Input, also diese reichen sinnlichen Eindrücke, kommt bei mir eine andere Form von Wissen an, eine, die auf Verbindungen, also erfahrenen, aufgebauten Beziehungen in der Erfahrung basiert. Und es ist eben nicht nur ein theoretisches Wissen. Ganz praktisch können wir uns das vorstellen mit Handwerk oder mit Sport. Ich kann zum Beispiel beim Skifahren darüber lesen, wie ich gut die Piste runterkomme, aber davon komme ich die Piste nicht gut runter. Und andersrum, wenn ich diese Piste immer wieder runtergefahren bin, vielleicht schon als Kind, dann habe ich im Körper drin, wie ich jede einzelne Wendung und Kurve, je nachdem, wie der Schnee gerade ist, tief oder hart oder matschig, ich weiß, wie ich das nehmen muss. Und ich weiß es eben nicht nur intellektuell, sondern ich weiß es körperlich. Ich habe das reingeholt. Und wie habe ich das reingeholt? Durch die Praxis, durch die sinnlichen Erfahrungen. So. Und das heißt, in der Wildnispädagogik geht es viel um Verbindung, die durch sinnlichen Input entsteht, die aufgebaut wird, statt reine Vermittlung von Wissen. Wohl wissend, dass wenn wir uns für ein Thema interessieren und ins Tun kommen mit diesem Thema, sodass es zu sinnlichem Input kommt, dass dann Verbindungslinien aufgebaut werden und dass das Fachwissen über diesen Themenbereich dann als Beiprodukt von alleine kommt. Als kurzes Beispiel, wir alle wissen, wenn sich ein Kind brennend für Pferde interessiert und er möchte unbedingt reiten und er möchte andauernd seine Freizeit im Pferdestall verbringen und Pferde striegeln und Pferde pflegen und Pferde füttern, und in diesem Wesen dreht sich alles immer um Pferd, Pferd, Pferd. So, die Chance, dass wenn es in der Schule zu einem Test über Pferde kommt, dass dieser Junge erstaunlich gut abschneidet, ohne viel darüber lernen zu müssen, die ist deutlich höher, als dass jemand gut abschneidet, dem Pferde einfach nicht interessieren. So, und das heißt, was wir sagen ist, in der Wildnispädagogik konzentrieren wir uns auf das Ermöglichen von Erfahrungen, sodass es zu reichem sinnlichen Input kommt, sodass starke Beziehungslinien aufgebaut werden können, wohlwissend, dass Fachwissen zu dem Thema dann von alleine auch kommt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und mit Beziehungslinien, was meine ich damit? Damit meine ich, ich habe eine andere Beziehung zu jemandem, den ich nur per E-Mail kenne, als zu jemandem, den ich in Körper erleben kann. Und ich finde, das ein super Beispiel sind Babys. Wenn ein kleines Baby geboren wird, und jetzt nehmen wir mal den Vater als Beispiel, der Vater ist kaum da, dann fehlt der Geruch, es fehlt der Körperkontakt, es fehlt die Zuneigung, und dieses Baby wird sich einfach anders verbinden mit diesem Vater, als wenn er ganz viel da wäre. Und alleine dadurch, dass jemand da ist und dass der Geruch von diesem Menschen hinterlassen wird, das hilft dabei, dass das Baby eine intensivere Verbindlichkeit, eine Verbindung aufbauen kann. So, das heißt, Verbindungen entstehen sinnlich, durch sinnliches Berühren. Und Berühren ist nicht nur der Tastsinn, sondern wir können das, was uns umgibt, mit all unseren Sinnen berühren. Ich kann etwas Audio berühren, ich kann es visuell berühren. Aber in dem Moment, in dem ich nicht nur drüber blicke, sondern ich schaue hin, und ich bemerke dieses Rotkehlchen. Und ich sehe diese Rotkehlchen-Dame und ich freue mich. Und ich denke, boah, cool, ein Rotkehlchen. Ich habe schon lange keins mehr gesehen. Und vielleicht jetzt sind sie da und ich bemerke sie wieder. Und ich freue mich. So, das heißt, jetzt richte ich meine Aufmerksamkeit auf dieses Wesen. Und sie ist da und singt. Und ich höre das Lied. Und jetzt kommt es zu einem komplexen, reichhaltigen, sinnlichen Input, also viele verschiedene Sinneseindrücke zu diesem Rotkehlchen. Und das ist ein Moment, in dem sich Verbindungslinien zwischen mir und diesem Rotkehlchen formen. Und warum ich das alles erzähle, das ist ja Theorie, die ist manchen sehr klar, manche hören es vielleicht zum ersten Mal. Das ist
was für Verbindungslinien ich habe, macht einen Unterschied, wie ich die Welt erlebe. So, und dazu möchte ich ein ganz kurzes Beispiel erzählen, wie jemand am Anfang in unserer Ausbildung, da bauen wir eine Laubhütte. Und das ist eine Schutzbehausung, eine kleine, wie ein Ersatzschlafsack, die wird vollgestopft mit Laub und das hält einen warm. So viel die Theorie. Es hatte geregnet, das Laub war nass und als wir zum Abend hin fertig wurden, stand die Gruppe dann davor und alle hatten eine gute Zeit mit dem Laubspielen, draußen sein. Es war ein toller Nachmittag. Und abends sagt dann einer aus der Gruppe, naja, da können wir dann ja heute Abend drin schlafen. Und ein paar andere sagten, ja, cool, tolle Idee, genau. Und wieder jemand anders, von dem ich die Geschichte gerade erzähle, der sagte, der guckte auf das nasse Laub und er sagte, ganz ehrlich, da hört der Spaß für mich auf. Ich gehe lieber wieder rein, wo ich bekocht werde und schlafe in meinem Bett. Und ich meine, das ist nachvollziehbar. So, dieser Mann hat eine 4-jährige Ausbildung mit uns gemacht. Und am Ende dieser 4 Jahre schreibt er einen Abschlussbericht über die gesamte Reise, was diese 4 Jahre mit ihm gemacht haben. Und er erzählt darin diese Geschichte, wie er vor dieser Laubhütte stand, ganz am Anfang seiner Ausbildung. Und wie er vom ganzen Körpergefühl sich nicht vorstellen konnte, in dieses nasse Laub zu krabbeln mit den Insekten da drin, die ganzen Kriechviecher und dann die ganze Nacht kalt und nass zu frieren, während Zecken über ihn krabbeln. Und 4 Jahre später schreibt er in seinem Abschlussbericht, heute kann ich nicht mehr nachvollziehen, dass ich einmal so empfunden habe. Ich kann das nicht mehr mir vorstellen, dass das mal so war. Und ich finde, das bringt das ganz toll auf den Punkt, weil eine andere Geschichte vom gleichen Mann ist, wir sind in den Karpaten für einen ganzen Monat draußen in der Wildnis. Und eine Aufgabe dort war, wieder in der Laubhütte alleine eine Zeit lang draußen zu schlafen. Und ich erinnere mich noch genau, ich als Leiter, ich bin natürlich unter meiner Plane, schön im Sicheren. Nein, nur Spaß. Also ich halte da den Rahmen, habe ja einen anderen Job, als meine eigenen Herausforderungen zu machen. Bin ja in Verantwortung für die Menschen. Aber ich bin unter der Plane. Und es ist der Tag, an dem jetzt alle rausgehen, alleine, um ihre Laubhüttennächte draußen zu machen. Und ein fettes Gewitter zieht auf. Es wird richtig dunkel und dieses Gewitter bricht los, es donnert, es blitzt und also du hast das Gefühl, das Wasser kommt geschüttet aus Eimern. Und ich bin unter der Plane und bange um meine Leute, obwohl die ja jetzt jahrelang ausgebildet sind, und denke, oh Mann, heute, das ist krass da draußen. Und ich gucke links und rechts, ob es auch trocken bleibt, wo es vielleicht reif ist. Und ich sehe die Sturzbäche von dieser Plane runterkommen. Und der Mann von dem Abschlussbericht aus meiner Geschichte, der erzählt, am nächsten Tag kommen alle zurück und wir erteilen die Geschichten, wir hören, was gelaufen ist. Und er erzählt. Und die Geschichte geht in etwa so. Ich bin da rausgegangen und ich habe die paar Wolken am Himmel gesehen. Und ich dachte mir, heute wird es wahrscheinlich regnen. Und ich möchte gerne trocken und gemütlich sein. Und ich habe daran gedacht, was ich alles gelernt habe. Und ich habe angefangen, eine Laubhütte zu bauen. Und ich habe eine richtig gute Laubhütte gebaut. Eine, wo ich nicht nur reinkriechen kann, sondern wo davor noch ein Stück wie ein Dachgiebel überhängt, sodass ich im Trockenen auch noch sitzen kann. Und davor, da habe ich mir mein Feuer gemacht. Und ich habe diesen Dachgiebel so weit überstehen lassen, dass ich auch mein Holz im Trockenen haben konnte. Und dann habe ich Holz gemacht. Und ich habe die Laubhütte fertig gebaut, ich habe den Giebel so weit vorgezogen und irgendwann, als es am Spätnachmittag allmählich anfing zu dämmern, da habe ich mich daran gemacht, Feuer zu machen. Und ich habe meinen Feuerbohrer rausgeholt und gekurbelt und habe das Feuer entzündet. Und dann saß ich ganz gemütlich mit der Laubhütte in meinem Rücken, unter meinem Giebel an diesem Feuer mit einem großen Stapel Holz, als der Regen begann einzusetzen. Und ich merkte, wie hinten im Rücken das Laub allmählich trocknete von der Wärme des Feuers und wie die Wärme des Feuers vom Laub zurück in meinen Rücken strahlte. Und mir war so richtig kuschelig warm. Und dann erzählt er mit strahlenden Augen, wie ein
Monstergewitter losbricht, wie es blitzt und zuckt und donnert und schüttet und wie er seligst im Trockenen sitzt am Feuer mit seinem Freund Bruder Feuer, wie er sagte, und es ihm einfach gut geht und er da einfach sitzt und glücklich ist. Und so hat er das Naturspektakel genossen, war komplett Teil davon, kaum ohne Barriere. Und am Schluss, als er müde war, hat er noch ein Lied gesungen und ist dann in seine trockene Laubhütte gekrabbelt, kam am nächsten Tag gut erholt, warm geschlafen, zurück. Ich hatte dieses Gewitter erlebt und dachte, oh weia, hoffentlich geht es meinen Leuten gut. Und er kommt zurück und erzählt das. Und wir waren alle ganz beeindruckt und berührt, weil wir dieses Gewitter gesehen hatten. Und das ist der gleiche Mann, der quasi am Anfang gar nicht auf die Idee gekommen wäre, freiwillig in einer Laubhütte zu schlafen. Und das Ding ist, die Veränderung in dem Wesen, dass er das so anders fühlt, die bekommst du nicht, weil du in einem Survival Guide gelesen hast, wie man eine Laubhütte baut. Sondern die entsteht über die sinnlichen Erfahrungen, weil ich in der Laubhütte geschlafen habe und weil ich gelernt habe, entsteht etwas in mir, dass ich, dieser Mann schreibt am Ende seines Berichts, dass er heute häufig die Laubhütte seinem beheizten Schlafzimmer oder seinem Bett vorzieht, weil er sich so verbunden fühlt mit den Vögeln am Morgen, die dann Morgenchor, der dann singt, mit dem Rauch, mit dem Feuer, mit der Wärme, mit der Luft, mit allem. Und dass er das dann jetzt lieber mag, als in seinem quasi immer gleich behüteten Zimmer zu bleiben. Und ich finde, dass die Geschichte verdeutlicht, was diese Verbindungen in uns für Spuren hinterlassen können. Und das ist aber nur ein Beispiel, weil das kommt ganz drauf an, was für Verbindungen, in was für sinnlichen Erfahrungen du mit was wie aufgebaut hast. Das trifft den Kern. Wir sagen, oder ich sage auch manchmal, diese englische Phrase, lose your mind, come to your senses. Das ist auch etwas, was da reinspielt. Also, lass deinen Verstand los und geh in deine Sinne. Wir in unserer Kultur sind dahin gekommen, dass wir alles mit dem Verstand machen wollen. Und wir haben den erhöht. Und der sinnliche Input, der kam zu kurz. Und lose your mind, he lost his mind, heißt ja auch, er ist verrückt. Und tatsächlich ist das auch wortwörtlich zu sehen. Wir sind verrückt, rübergerückt vom sinnlichen Input zu ausschließlich dem Gebrauch des Verstandes, zu ausschließlich Denken. Eine ganze Zeit lang, das ändert sich gerade wieder, eine ganze Zeit lang war Denken das höchste Gut. Und wehe, du warst kein guter Denker, sprich nicht intellektuell. Dann, das war ein Nachteil. Also Intellektualität fahren wir ziemlich ab seit geraumer Zeit. Aber da ändert sich gerade was, weil wie alles hat das auch seine Grenzen. Ein scharfer Intellekt, ein scharfer Verstand, ein wacher Verstand ist super. Aber das alleine reicht nicht. Und wenn wir bisher immer im ganzen schulischen Wesen es darum ging, Transfer von Daten ist gleich Wissen. Also wenn ich was lese, dann weiß ich auch, da gibt es schon viele Ansätze jetzt überall, auch in den verschiedensten wissenschaftlichen Bereichen, dass erkannt wird, dass das nicht reicht. Und dass der sinnliche Input, dass die Erfahrung damit,
dass die wichtig ist, sonst kannst du einfach Dinge nicht machen oder du weißt davon nicht oder zu wenig. Wissen ist nicht etwas, das im Kopf passiert. Wissen ist eine, das durchdringt dein Sein. Und ich habe in meinem früheren Job, da habe ich ein gutes Beispiel, leider Gottes habe ich das nicht gefilmt, das wäre toll gewesen, das zu zeigen. Ich war bei einer Fluggesellschaft in der Trainingsabteilung und unter anderem mussten alle Leute, Piloten, Flugingenieure und Flugbegleiter, Feuer löschen. Jeder muss ein Feuer löschen können und muss auch das, diese Löschübungen werden wiederholt. Jahr für Jahr. Und wenn die jetzt neu angekommen sind, ich stehe im Klassenraum und ich habe einen Feuerlöscher in der Hand und ich erzähle, wie das geht. Dieser Feuerlöscher ist leer, ich lasse den Feuerlöscher rumgehen, jeder nimmt den in die Hand, jeder führt diese Schritte durch, die ich vorher erzählt habe. Also alle hatten den Feuerlöscher in der Hand. Ja, auf jeden Fall sinnlicher Input. Und ja, sie glauben mir, was ich ihnen erzähle, weil kein Mensch kommt auf die Idee, dass eine Airline da irgendeinen hinstellt und das machen lässt, der davon keine Ahnung hat. So die zwei Sachen sind erfüllt. Und dann gehen wir raus mit richtigen Feuerlöschern und ich zünde ein Feuer an. Und die Flammen, boah, die sind schon mindestens 1,5 Meter hoch. Und der Feuerlöscher, ich weiß nicht, der ist ja, also klein. Und du siehst genau, wenn der Erste jetzt drauf losgeht, weil das muss er. Er muss dieses Feuer auskriegen. Er hat einen Feuerlöscher und der geht. Und der eine geht zögerlich ran, der andere traut sich gar nicht, der Dritte geht vehement ran. Aber die Körpersprache sagt eindeutig, das, was der Zustand ist. Der Zustand ist, auch wenn ich das alles erzählt habe, auch wenn sie das alles gedanklich nachvollziehen konnten, kein Mensch weiß, ob dieses Feuer mit diesem kleinen Feuerlöscher tatsächlich ausgeht. Und dann machen sie es. Und dann erfahren sie, dass das geht. Und wieder, dann zünden wir es nochmal an und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann erst hat ein Wesen eine Sicherheit darüber, dass es geht und wie es geht. Und dann ist auch das Vertrauen und das Zutrauen da. Und das erreichst du nicht alleine mit einem intellektuellen Schluss. Dazu musst du Erfahrung haben. Wieso das so ist, keine Ahnung, aber dass es so ist, da gibt es ohne Ende Beispiele. Und dass es ohne diese persönliche Erfahrung nichts wird mit tatsächlichem Wissen, ist klar. Und hier wird auch klar, dass Wissen Persönliches. Ich sage im Lehrgang am Anfang immer, dass es nicht reicht, wenn mir jemand glaubt, was ich sage. Natürlich, sage ich auch dann im zweiten Satz, bringt es nichts, wenn du mir überhaupt nichts glaubst, dann wird es auch nichts. Aber es reicht trotzdem nicht. Ich erzähle was, du findest das cool, meinetwegen, stimmst dem zu, auch noch, boah, toll, auch jetzt reicht es noch nicht. Du musst es selber ausprobieren, ob das auch stimmt. Für wen stimmt? Für dich stimmt. Und dann machst du deine Erfahrungen, eben mit der Laubhütte. Deswegen gehen wir auch her. Wir kommen ja eben aus einer Welt, wo es reicht, dass du darüber gelesen hast. Und dann habe ich Leute in meinem Kurs, da erzähle ich, wie, bleiben wir bei der Laubhütte, wie die Laubhütte geht. Und sie zeichnen sich das alles auf und schreiben mit. Und dann sage ich, okay, jetzt gehen wir raus und bauen die. Und da war der eine, der sagt, nee, das meinst du doch nicht ernst, oder? Und ich sage, doch, natürlich, wir gehen jetzt und bauen eine. Und er sagt, Mann, das war ja nicht so komplex, dass man das nicht intellektuell nachvollziehen könnte.
Wir haben das alle verstanden, oder? Und er dreht sich auch noch um und fragt zu den anderen, wir verdrödeln doch jetzt nicht die Zeit, dass wir das machen. Wir machen das Nächste. Wir gehen zum Nächsten. Lass uns doch nicht die Zeit verdrödeln. Und daher kommen wir. Und wir haben natürlich dann die Zeit vertrödelt und haben die Laubhütte gebaut. Und ja, er stand kurz davor, das Seminar abzubrechen, weil ihm das zu blöd war, das jetzt auch noch zu machen. Und nochmal ja, ich verstehe auch, dass er das gerade so fühlt. Und wenn er dann geht, dann geht er halt. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es persönliche Erfahrung braucht. Nicht nur im Bauen, sondern dann auch im Schlafen. Und deswegen sagen wir, weil wir das verlangen bei uns in unserer Ausbildung, dass du dann noch 2 Nächte drin geschlafen haben musst. Und wir sagen absichtlich 2 Nächte, weil mit der ersten Nacht reicht es nicht. Weil du da nach der ersten Nacht einfach merkst, was du alles falsch gemacht hast beim Bau und was du noch verbessern musst. Und wir möchten, dass er das dann verbessert und dass sie dann rauskommt mit einer Erfahrung, wo es dann auch gepasst hat. Das braucht es einfach. Und das kannst du auch nicht abkürzen. Und ja, du musst das nicht machen. Das macht ja nichts. Dann weißt du halt nicht, wie sich Laubhütte tatsächlich anfühlt. Auch das macht nichts. Das ist ja jedem seine Sache. Aber wenn es was werden soll, wenn du da wirklich was darüber wissen willst, dann brauchst du einfach auch die Erfahrung. Und wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann wird dir auch klar, dass das deine Erfahrung ist. Und wenn du mit jemandem dich unterhältst, der diese Erfahrung in keiner Weise hat, dann wird dir auch klar, wenn er das noch nicht gemacht hat, dann kann er vielleicht das eine oder andere, was du ihm erzählst, nicht verstehen, weil er es nicht gemacht hat. Und dann kann der andere das entweder glauben oder nicht. Er kann es auch versuchen und machen oder auch nicht. Aber wir kommen nicht umhin, die Erfahrungen zu machen, um dann wirklich etwas darüber zu wissen. Und es entsteht auch ein super gutes Gefühl. Denn gleichzeitig, wie Joshua erzählt hat, kommt es dadurch automatisch zu diesen ganzen Verbindungslinien, die tatsächlich auch in unserem Gehirn, also in der grauen Masse, als Verbindungslinien nachweisbar sind. Und so entsteht, wie soll ich sagen, ein Gefühl für die Welt. Und so kommt mir gerade der Gedanke, kommt es auch zu einer Aneignung dieser Welt. Und zwar nicht, hey, du kannst dir die Welt nicht aneignen. Nee. Das mit dieser Aneignung, das verstehe ich so, dass wenn das passiert ist, wird es zu deiner Welt. Du bist dann endlich ein Homo sapiens, der gut mit dieser Welt verbunden ist. Und das ist ein Gefühl, das haut dich um. Das ist ein Gefühl, das nimmst du überall hin mit. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann wird dir auch klar, dass das so ziemlich unabhängig davon ist, wo du dich gerade befindest. Du bist dann ein Einheimischer in dieser Welt. Und das, also, ich sage erstmal jetzt so, besser geht's nicht. Das ist schon eine coole Geschichte. Und das ist das, wo dieses Wissen auch herkommt. Und deswegen sagen wir oft oder andauernd, das Einzige, was wir machen können in Wildnispädagogik, wir bereiten einen Boden. Und die, die kommen und daran teilnehmen, nehmen sich davon was und machen damit ihre eigene Erfahrung. Und dadurch kommt es zu einer neuen oder vermehrten Anbindung an die Welt. Und an welche Welt? Das, wo du gerade hängst, was dir am liebsten ist. Wenn das Feuer ist, dann wirst du viel über Feuer machen, über Feuer überhaupt und so weiter lernen. Über Holz, dann bist du auch bei Bäumen.
Und wenn das nicht dein Ding ist, das gibt es ja auch ohne Ende, Freude ist nicht mein Ding, dann sind es vielleicht die Steine, dann sind es vielleicht die Pflanzen, dann sind es vielleicht die Spuren. Es ist völlig egal, was es ist. Nimm auf jeden Fall das, so sagen wir das den Leuten, wonach dir ist, was gerade dein Ding ist. Denn wenn du das machst, das zu nehmen, was dein Ding ist, meinetwegen Pflanzen, du beschäftigst dich so sehr damit, weil du so begeistert bist oder wirst, dass du automatisch bei dem landest, was ist denn unter den Pflanzen? Und dann bist du bei den ganzen Böden. Und dann bist du bei den ganzen Steinen. Und wenn du nach oben gehst, dann kommst du nicht darüber hinaus, also du kannst es nicht verhindern, dass du dann bei den ganzen Leuten bist, die Pflanzen essen. Und dann bist du bei den ganzen Tieren und so weiter und so fort. So mach dir keine Gedanken, dass du irgendwie was Falsches nimmst. Nein, nimm auf jeden Fall das, was dich gerade am meisten reizt, gerade was dich am meisten interessiert. Dann damit richtest du all deinen sinnlichen Apparatus, fokussierst du da drauf und dadurch kommt es zu fetten Input und dadurch kommt es zu einer fetten Verbindung. Das ist ein toller Punkt, Wolfgang, finde ich, um einen Moment Pause zu machen, damit wir unsere Blasen erleichtern können. Und dann würde ich gerne da nochmal das aufgreifen für den Rest der Zeit, die wir haben, um nochmal diesen Strang ein bisschen weiter zu spinnen, noch in andere Bereiche von Wildnispädagogik auch zu kommen, wenn das für dich passt. Auf jeden Fall. Und ja. Ich würde auch noch dazu sagen, was war das gerade? Ja, das, weil ich sehe immer die Chats auf blitzen, dass wir zum Schluss auf jeden Fall eine Zeit haben, na klar, Fragen gestellt werden können an euch alle Leute. Das vergessen wir auch nicht. Auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal pinkeln. Ja, lass uns die Pause kurz machen, 5 Minuten, und dann machen wir hier weiter, sodass dann zum Schluss auch noch Zeit für die Fragen ist. Ja. Okay. Also ist nicht zu Ende, 5 Minuten Pause. Gut, hatten wir kurz einen Moment der Pause und des Innehaltens. Und ich möchte nochmal den Faden aufgreifen von Wolfgang mit der Neugier, dem Interesse. So, und auch da haben wir immer wieder schon verschiedenste Vorträge zu gehabt und in verschiedensten Punkten ist auch dazu was geschrieben worden. Nur es ist ein so essentieller Bestandteil von Wildnispädagogik. Und ich erzähle auch das wieder über eine kurze persönliche Geschichte. Wolfgang fragt mich als 18-Jähriger, 17-Jähriger, siehst du diese Spur bei einem Waldspaziergang? Und er zeigt am Boden und macht einen kleinen Kreis auf den Boden. Dieser Kreis ist ja so groß, dass ich ihn mit meinen Händen im Prinzip, einfach einen Kreis am Boden, das sind vielleicht 20 Quadratzentimeter oder so. Und ich schaue da hin und ich sehe, ja, da ist der Boden irgendwie beschädigt, irgendwie gestört. Naja, und im Laufe des Wochenendes bekomme ich ein paar erste Ideen zu Tierspuren, Fußabdrücke am Boden. Und er stellt eigentlich mehr Fragen, als dass er Antworten gibt. Und auch das kann irritierend wirken, weil ich gerne die Antwort möchte, weil ich denke, dass ich es dann weiß. So. Gleichzeitig ist es aber so, in dem Moment, in dem ich die Antwort einfach bekomme, also ich frage mich, ja, ich sehe diese Spur. Was ist das? Und Wolfgang würde sagen, das ist ein Reh, Joscha. Dann denke ich, oh, cool, ich kenne jetzt Rehspuren und gucke die Spur nicht mehr viel an. Das heißt, mein Beziehungsaufbau, meine Verbindungslinien, diese Reise wird eigentlich in dem Moment unterbrochen oder hört auf oder nimmt ab, so weil ich ein Häkchen dran mache und sage, das sind Rehspuren. In meinem Leben war es so, dass ich immer wieder mit Menschen zu tun hatte, die stattdessen mich gefragt haben, wie sieht das denn aus? Was siehst du denn dort? Und dann gucke ich mir das genauer an und beschreibe und abends erzähle ich dann, ja, also es sieht so und so und so aus. Und deswegen denke ich, es ist ein Reh. Und dann kommt auf einmal eine Frage, wie sehen denn Wildschweinspuren im Vergleich aus?
Und jetzt beschäftige ich mich plötzlich mit Wildschweinspuren, weil ich mir gar nicht sicher bin, kann ich Wildschweinspuren von Rehspuren unterscheiden? Kann ich die ausschließen oder kann man die verwechseln? Und dann lerne ich, dass die Afterklauen beim Wildschwein ja viel breiter auseinander sind. Aber dann kommen die Frischlinge ins Spiel, also die Kleinen vom Wildschwein. Und über die zunehmenden Fragen kann es sein, dass mich das einfach nicht genug interessiert und ich lasse es links liegen. Und es ist ja okay, wenn es mich nicht interessiert. Genauso kann es aber auch sein, und stellen wir uns das vor, wie so ein kleines Flämmchen. Es wurde diese Glut gemacht, also die Glut wurde angepustet, es ist eine kleine Flamme da. Aber diese kleine Flamme meiner Neugier für Tierspuren, die ist zart und kann ganz leicht auch erlöschen. Und die liebevolle Aufmerksamkeit durch das Mentoring von Wolfgang in dem Fall bei mir hat aber gemacht, das war wie ein achtsames Nachlegen von genau den passenden Hölzen, von genau den passenden Scheiten für diese Flamme, sodass die wachsen konnte. Und auf einmal finde ich mit der Antwort auf die erste Frage drei neue Fragen und die interessieren mich mehr. Und so folge ich diesem zarten Interesse, dieser leichten Neugier und die wächst. Und mit Zeit entsteht aus dieser Neugier ein loderndes Feuer von Wissen wollen in Bezug auf dieses Thema. Und es wird quasi, also die Begeisterung, die anfängt in dir zu brennen für etwas. Das heißt, es ist eine Reise von Interesse zu einer starken Neugier, zu Begeisterung, alles wissen wollen über ein Thema. Als Beispiel, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber wer das mal angeguckt hat, das sind 816 Seiten zu Tierspuren. 8 Jahre meines Lebens. Und das ist ein Nebenprodukt von Wildnispädagogik. Von jemand hat Holzscheite nachgelegt, um dieses kleine Flämmchen von Interesse zu nähren, zu füttern, sodass es ein großes Feuer wird. So. Und da passiert jetzt aber noch was ganz anderes. Es ist nicht nur, dass ein Buch rauskommt, sondern es ist ein Unterschied im Leben von demjenigen, von mir in dem Beispiel, ob ich begeistert lebe oder nicht. Und da haben wir dieses tolle Buch von Sir Ken Robinson, den ich gerne noch erwähnen möchte. Das heißt auf Englisch The Element, How Finding Your Passion Changes Everything. Oder Begeistert Leben. Ich habe vergessen, wie es auf Deutsch heißt, aber wir schreiben das in den Chat. Und da geht es genau eben darum, wenn wir Begeisterung finden für etwas, dann verändert das in unserem Leben ziemlich viel. Einfach, weil wir plötzlich für anderes, dem anderes nicht mehr füttern. Es kann sein, ich hänge in Bars rum und rauche und bin vielleicht unglücklich und unsportlich, jetzt nur um ein schwarz-weißes Bild rüberzubringen. Und durch diese feine Neugier, die wächst zur Begeisterung, plötzlich interessiert mich das nicht mehr. Mich interessieren die Kneipen nicht mehr, mich interessiert das Rauchen nicht mehr, mich interessiert was auch immer alles nicht mehr, weil ich will nur noch Tierspuren, 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 Tierspuren. So, man kann sich kaum noch normal mit mir unterhalten, weil ich habe immer nur Tierspuren im Kopf. Das ist jetzt nicht so. Das war aber eine ganz lange, intensive Phase so. Du konntest mit mir gut über Tierspuren reden. Und es ist aber wie von Zauber passiert. Weißt du, mich haben doch Tierspuren überhaupt nicht interessiert. Ich wollte Feuer machen ohne Feuerzeug und Streichholz, aber bin irgendwie bei Tierspuren gelandet. Und als Mentorinnen, wir wissen auch nicht, was ist das, was diejenige da interessiert. Und das ist ein Riesenunterschied zu wie ein älteres, also konventionelleres Bild von Pädagogik oft verstanden wurde, wie ich es zumindest gelernt habe, wo wir quasi als Pädagogen dafür zuständig sind, dass die Kinder etwas Vernünftiges lernen. Bei Wildnispädagogik, ich habe keinen Schimmer, was dabei rauskommt, wo jemand für Neugierde entwickelt und was für eine Begeisterung da irgendwann entsteht. Das alles weiß ich nicht. Und es ist eine Kunst als Mentor, einfach, ja, vielleicht habe ich im Kurs, ich leite den Kurs und das Thema ist essbare Pflanzen. Aber diese Kinder interessieren sich einfach nicht für essbare Pflanzen. So, die wollen Verstecken spielen und fangen. Aber mein Konzept ist quasi, wir haben jetzt noch 45 Minuten essbare Pflanzen. So, und ich wundere mich, wieso die Kinder es nicht interessiert.
und gebe mir Mühe, aber irgendwie kommt es nicht richtig rüber. Bis ich irgendwann denke, ach ja, egal, dann spielen wir jetzt ein Spiel, versteckt euch alle mal und wir fangen euch. Und auf einmal sind die Kinder lebendig und die Augen leuchten und wir haben den Spaß unseres Lebens. Und auch für mich als Begleiter wird es ja viel einfacher, wenn die Gruppe nicht von mir motiviert werden muss, sondern wenn die Bock haben. So, und jetzt haben wir Spaß und machen ganz viel und jetzt kannst du argumentieren, naja, aber dann lernen sie ja auch nichts über Pflanzen. Ja, vielleicht. Aber das ist ein entscheidender Teil. Es geht nicht darum, dass jemand das lernt, was ich möchte, was er lernen soll. Sondern es geht darum, Boden zu bereiten, in dem Erfahrungen gemacht werden können, sodass persönliches Interesse entdeckt wird, dass das aufkommt, das dann zu bemerken, zu nähren durch Fragen und Füttern und durch einfach einen Raum geben, wo das weiter verfolgt werden kann, sodass jemand in ihre eigene Begeisterung und Leidenschaft fürs Leben reinblühen kann. So, und in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, da ging das tatsächlich so aus: Ich renne mit 4 Kindern, um nicht gesehen zu werden, von einer Stelle im Wald zur anderen. Und ich sehe, wie die andere Gruppe uns fast bemerkt. Also rufe ich zu den Kindern: Okay, Achtung, jetzt schnell, alle darüber, in Deckung. Und diese Kinder, wir rennen durch den Wald, springen über einen kleinen Hügel und rollen uns dahinter runter. Und das Adrenalin fließt durch unsere Körper, die Herzen pumpen, Schweiß steht auf der Stirn. Die Kinder haben den Spaß ihres Lebens. Und ich weiß, wir müssen noch ein gutes Stück weiter. Mein Blick fällt auf den Boden und ich sehe Sauerklee. Und vom Adrenalin geleitet, gucke ich zu den Kindern mit groß aufgerissenen Augen, greife zu dem Sauerklee, esse den und sage, das ist eine Medizinpflanze, die uns in solchen Momenten Kraft gibt. Kaue die und renne davon. Und alle diese Kinder gucken mich mit großen Augen an und fangen an, Sauerklee zu essen. Und ratet, was passiert ist. Als wir wieder ins Camp kamen, wollten die alle die Bücher haben und über Sauerklee recherchieren. Und innerhalb von 20 Minuten wusste das gesamte Lager Bescheid über Sauerklee, wo der gut wächst, wie man den findet, was er für Eigenschaften hat und dass er gut schmeckt. Und wir haben jeden Nachmittag Sauerklee im Salat gehabt. So, das nur als ein kurzes Beispiel. Aber wo ich eigentlich hin möchte, das ist, wir haben ja heute gesellschaftlich betrachtet, haben wir ja eine Situation, gerade mit jungen Menschen, dass es passieren kann, dass sich viele zunehmend für weniger interessieren. So, wir haben quasi mit millionenschweren Industrien zu tun, die um die Aufmerksamkeit unserer Jugend kämpfen, unserer Kinder kämpfen und probieren, die in ihren Bann zu ziehen, um daraus Kohle zu machen. Und letztendlich geht es dann oft darum, meistens geht es um eine Form von Konsum. Und du kannst als Pädagoge sozusagen schwer damit mithalten, weil mach doch mal was spannender als ein super cooles Videospiel, wo alles blinkt und plinkt und du ganz schnell auch Erfolg hast. So, was ich meine, das ist, wenn uns zusehend wenig interessiert und wir eigentlich nur auf Knopfdruck gute Laune kriegen möchten, weil wir Erfolg haben und es ist schön und es hat geklappt, dann hören wir auf, einen persönlichen Weg zu gehen, der auch beschwerlich sein kann, wie zum Beispiel Feuer anmachen ohne Feuerzeug und Streichholz, wo es Geduld und Durchhaltevermögen braucht, und wir verlieren Fähigkeiten von Eigenmotivation und Belastbarkeit. Und wir verlieren die eigene Neugierde und den Zustand des begeistert Lebens. Und das ist aber ja für mich was ganz Tolles. Wenn ich Begeisterung für viele Themen empfinde, dann ist das ein Reichtum in meinem Leben. Das heißt, es geht eigentlich um diesen Reichtum, dass ich den auch in mein Leben bekomme. Und da schließt sich für mich der Kreis hin zu einem begeisterter, gesunder Organismus, der bereichert ja die Umgebung, von der er abhängt. Und das heißt, wenn wir angefangen haben mit Zivilisation und Wildnis und Wildnispädagogik, geht es eigentlich mehr um auch draußen zu Hause sein. Menschen, die Themen finden, für die sie brennen, die fangen an, diese Begeisterung und das, was das dann hervorbringt, wie zum Beispiel ein Buch oder was auch immer, wieder auch in die
Gesellschaft mit einzubringen und die so zu bereichern. Es gibt nichts Tollereres, als begeisterte Leute an einem Thema arbeiten zu haben. Und wenn du in einer Gruppe von Leuten bist, die begeistert für etwas sind, dann ist das auch eine Das ist das, wo was richtig gut auch fruchten kann. Ja, das ist ein toller Punkt. Und das ist fett Teil von Wildnispädagogik. Ich erlaube mir zu sagen, wenn jemand mich fragt, was kommt denn bei unserer Dreijährigen raus, also Leute, die 3 Jahre dabei sind, dann. Und ich sage, was immer auch rauskommt. Eins kommt auf jeden Fall raus. Du kannst diese 3 Jahre nicht machen, ohne dass du hinterher weißt, wo du hingehörst und was dein Ding ist. Und dem kannst du dich nicht entziehen. Das passiert automatisch, wenn du dich wieder mehr mit der Welt verbindest. Und das bedeutet nicht, dass dir dann klar wird, ah, du machst eine Wildnisschule auf. Überhaupt nicht. Ich will da eine kurze Geschichte erzählen, die ich von John Young habe. John hat einen Schüler, und dieser Schüler, der interessiert sich überhaupt nicht fürs Fährtenlesen. Und John damals, vor 20 Jahren, hatte so wie Joscha 8 Jahre lang nur Fährtenlesen im Kopf. Fährtenlesen, Fährtenlesen, Fährtenlesen. Und dieses Kind dachte, der Jugendliche, John mag ihn nicht, weil ihm Fährtenlesen nicht interessiert. Und sie hatten mal ein Gespräch darüber, weil John hat gesehen, dass der gut ist mit Holz. Und da kam dann raus, dass den übers Holz Bogenbauen interessiert. Und er hat gute Bögen gebaut. Und hat da seine Leidenschaft für das Arbeiten mit Holz entdeckt. Die nächste Stufe von dem Jugendlichen, der dann schon ein junger Mann war, er wollte lernen, wie man Geigen baut. Und John hat erzählt, dass es bei der Aufnahmeprüfung so war, dass die ein Stück Holz gekriegt haben und ein Messer, und sie mussten aus dem Stück Holz einen Würfel schnitzen. Alle Seiten gleich groß. Wie auch immer. Dieser Typ wurde ein super Geigenbauer. John musste scheinbar als Kind schon Violine lernen. Er spielt heute noch Violine und hat seit längerer Zeit eine Violine genau von diesem Jungen, der da seine Passion gefunden hat, was er in die Welt bringen will und der ein super Geigenbauer geworden ist. So, das ist allumfassend. Deine Leidenschaft ist deine Leidenschaft, was immer es auch ist. Aber du kannst nicht gut 3 Jahre lernen und rausgeschickt werden und einen Boden bereitet kriegen in Bezug auf Natur und Verbindung, ohne dass du schon langsam merkst, was ist dein Ding, wo gehörst du hin. Und dann kommt das raus, was du, Joscha, auch gerade erzählt hast. Und das, ja, das ist ein, ich wollte fast sagen, Nebenprodukt, aber es ist natürlich eine fette Sache, denn wir leben nicht in einer Kultur, wo uns geholfen wird, uns jungen Leuten, als Kinder, als Jugendliche, dass sich irgendjemand darum kümmert, dass du deine Sache entfalten kannst. Sondern die Angst der Eltern oft, dass du halt was wirst, das heißt, dass du gut Geld verdienst oder sowas. Und auf diesem Weg aber kommst du automatisch dazu. Du kannst dich dem nicht entziehen. Und das ist ja auch manchmal nicht lustig, denn du bist leider Gottes jetzt kein Kind mehr, du bist nicht 17, sondern du bist 42. Und du stellst jetzt fest, durch die letzten 3 Jahre, da wo du gelandet bist, gehörst du auf keinen Fall hin. Und das ist dir eh schon länger klar. Und jetzt wird es dir noch mehr klar. So, dann sieht es anders aus. Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem zu tanzen. Eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, du hörst sofort auf, rauszugehen. Und dann kriegst du auch diesen ganzen Input nicht mehr. Und irgendwann verlierst du die Gedanken, dass es doch dich woanders hinzieht und so weiter. Aber ganz hört das nie auf. So, naja. Ihr seid ja alle Erwachsene, die hier dabei seid, und ihr wisst alle genau, wovon ich rede. Und das ist doch eine tolle Geschichte, auch wenn es manchmal hart ist.
schlussendlich herauszufinden, was ist dein Ding? Und das bedeutet, wie Joscha auch gesagt hat, ja, es geht ja nicht anders, dass du dieses Ding einbringst. Es ist ja nicht wirklich so, dass du dieses Ding machst, um ein Riesengeld zu verdienen. Alle, die ihr Ding gemacht haben und haben damit Riesengeld verdient, passierte das, dieses Geldverdienen eher nebenbei. Ihre Leidenschaft hat sie dahin geführt und dann kam halt was raus, wofür du auch noch einen Haufen Geld gekriegt hast. Aber die Grundlage ist, dass du irgendwo landest, was dein Ding ist. Und wenn du dann merkst, dass du das einbringen kannst in die Gruppe, in die Gesellschaft, wo du halt steckst, wo du bist, was Tolleres gibt es nicht. Das ist leidenschaftliches Leben, gutes Leben, sich einbringen und Spaß dabei haben. Ja, und jetzt möchte ich noch 10 Minuten etwa benutzen oder sagen wir 5 oder 6, um noch einen Punkt anzureißen, weil ich finde, dass der tatsächlich oft auch untergeht noch bei Wildnispädagogik. Und zwar, also wir haben, ich fange nochmal anders an. Wir leben in Häusern und wir nennen unsere Häuser Zuhause und wir nennen draußen, was zu Hause war, Wildnis, weil es uns wild, unkontrollierbar, gefährlich vorkommt. Und jetzt ist das Zuhause quasi seit ein paar tausend Jahren oder meinetwegen auch mehr, 7000 Jahren, je nachdem, was du für Bücher liest und was du da geschichtlich denkst und wie weit du zurück ist, aber auf jeden Fall noch nicht so lange, wie es Menschen gibt. Und so hat sich also das Verständnis von, was das Zuhause ist, geändert, von draußen zu Hause hin zu in einem Haus zu Hause. Und mittlerweile wissen wir aber, es gibt tolle Studien dazu, die tauchen momentan am laufenden Band auf, wir wissen, wie viele ungesunde Begleiterscheinungen hausbasiertes Leben mit sich bringt. Wie viele von uns unter dem Leben in der westlichen Zivilisation einfach auch leiden. Da gibt es jede Menge Bücher zu mittlerweile und ganz, ganz tolle Studien. So ein Buch, was da ich empfehlen kann, das ist Civilized to Death. Harter Titel, also zu Tode zivilisiert, aber sehr gutes Buch, toll recherchiert, wird auch wieder in den Chat geschrieben. Und da sind einfach diese Studien zusammengefasst und erläutert, was eigentlich ein Haus, ein sesshaftes, hauszentriertes Leben, was das eigentlich mit uns macht. Vor allem, wenn wir uns das vorstellen, also mich fragen immer wieder Leute, wieso denn Spuren lesen? Das hat ja nun, also wo ist denn der Punkt von Spuren lesen? Und eine Antwort dafür ist, wir sind geboren, um Tierspuren zu lesen. Und zwar vom Körperbau, von unserer Ausrüstung. Tierspuren, die sichtbar am Boden abgedrückt sind, die sind hinterlassen. Und wir haben Augen, um das lesen zu können. Ein Hund liest anders Spuren, der verfolgt eher über seine Nase, über den Geruch. Aber wir lesen die über unsere Augen. So wie zum Beispiel ein Luchs, der auch ein mit den Augen spurenlesender Jäger ist. Ja? Und das andere Besondere bei uns Menschen, das ist eben dieser aufrechte Gang mit den 2 langen Beinen. Wir sind quasi körperlich nicht so richtig gut im Wettbewerb mit den ganzen anderen Wildtieren. Wir haben nicht den Pelz, den ein Wolf hat. Wir haben nicht die Kraft, die ein Luchs oder ein Puma hat oder ein Löwe, um irgendwie auf den Baum zu kommen oder zu jagen. Also eigentlich sind wir recht unbehendig draußen, wenn wir jetzt alleine im Wald sozusagen überleben wollen. Was wir aber haben, ist diese Haut und die Fähigkeit zu schwitzen. Und da kennen ja viele von euch wahrscheinlich den Film The Great Dance, A Hunter's Story, also einen Film von Sam Bushleuten. Und da geht es um eine der ältesten Formen der Jagd, nämlich die Ausdauerjagd. Und die Ausdauerjagd bedeutet, dass ich als Mensch einer Antilope so lange hinterherlaufe, bis die Antilope nicht mehr kann. Kann man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. So, ich, Joscha, laufe einer Antilope so lange hinterher, bis die nicht mehr kann. So, und physikalisch wird das möglich gemacht durch die Haut und die Hitzeregulierung durchs Schwitzen. Und wenn wir das kombinieren, landen wir im Prinzip
an etwas, wo ich behaupte, was es ursprünglich bedeutet, Mensch zu sein. Nämlich ein spurenlesendes, seinem Essen hinterherlaufendes Lebewesen, was ein geborener Langstreckenläufer und ein geborener Spurenleserin ist. Und das beides zusammen sind essentielle Bestandteile von, was es heißt, Mensch zu sein. Wir haben aber ganz viel davon. Heute ist das nicht mehr so richtig notwendig, weil ich verdiene meinen Lebensunterhalt eher darüber, dass ich viele E-Mails schreibe und gut darin bin, Texte auf Webseiten zu veröffentlichen. Das heißt, das sind jetzt Fähigkeiten, die wichtig sind. Aber genetisch, körperlich gebaut, bin ich immer noch ein scharfsinniger Sichtorganismus mit dieser Haut, die super schwitzen kann. Ich kann lange laufen. Ein Buch, was ich dazu empfehle, ist Born to Run von den Tarahumara-Leute, die da, also der hat das toll, ich glaube Douglas heißt der Mann, aber das Volk heißt Tarahumara, Mexiko-Gegend, hat genau das, was ich gerade anschneide, toll beleuchtet. So, jetzt nochmal das Zusammentun. Die wenigsten von uns haben noch Körper, die Tieren so lange hinterherlaufen können. Also theoretisch schon, aber praktisch, ich kann das nicht. Warum? Weil ich die ganze Zeit in meinem Bürostuhl sitze. Und gleichzeitig ist das aber so erfüllend für mich, das zu tun. Und draußen zu Hause zu sein, ist so lebendig. Und das heißt, wir haben diesen Lebensstil, wo draußen zu Hause war, gewechselt zu diesem zimmerbasierten Lebensstil, sesshaften Lebensstil. Und ganz viele unserer uns innewohnenden Fähigkeiten als Spezies liegen plötzlich brach, werden nicht gebraucht. Gleichzeitig haben wir aber jetzt Kühlschränke, die in der Regel immer voll sind, so wenn wir wollen. Und das führt zu jede Menge Konflikten. Übergewicht, verschiedenste Krankheiten bis hin zu Depressionen, jede Menge Folgeerscheinungen durch zivilisiertes Leben. Mal so ganz kurz und verallgemeinert gesagt. So. Und wenn wir uns mit Wildnispädagogik beschäftigen und rausgehen, dann sind das quasi wie, man könnte sagen, es ist quasi so ein Stück weit wie, oder ich kann es auch anders sagen, dieses wilde Wesen, was in uns drin ist, dieses Wildtier-Joscha sozusagen, das möchte nicht 8 Stunden jeden Tag am Rechner sitzen und E-Mails beantworten. Ich kann das und ich mache das, weil dadurch andere Sachen, die mir sehr gut tun und die mir Spaß machen, von Wildniswissen möglich werden. Aber so richtig erfüllend ist mein tagtäglicher Job, die E-Mails zu beantworten, an sich nicht. Ich möchte lieber draußen rumlaufen und vielleicht Holz hacken und Feuer machen und mit anderen zusammen sein. Ich möchte mit Leuten gemeinsam sein. Ich möchte zuhören und ich möchte erzählen. Ich möchte mit Leuten Abenteuer erleben. Ich möchte zusammen kochen. Ich möchte was zusammen essen. Ich möchte zusammen singen. Ich möchte, dass wir irgendwie heiraten und Kinder kriegen und Feste feiern. So all das, was zu einem guten Menschen führt. Und es kann sein, dass du Erfüllung in deiner Arbeit findest. Und das ist toll, das wünsche ich jedem. Und gleichzeitig ist das einfach nicht das Kernelement, was es bedeutet, Mensch zu sein, von 9 bis 5 immer wieder den gleichen Job zu machen. Sondern wenn du ins Essentielle runtergehst, was so eine Spezies ausmacht, dann ist es eigentlich eher gucken, dass man was zu essen bekommt. Gucken, dass uns warm ist. Gucken, dass wir kuscheln bekommen, dass wir Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit teilen. Gucken, dass wir miteinander feiern und miteinander sind. Und da kommen die Beziehungslinien auf, die wir angesprochen haben, die aufgebaut werden. Zu mir selber, zur Gemeinschaft, zu anderen Menschen und zur Natur. Und das Bild, was ich versuche gerade rüberzubringen, das ist, stell dir vor, du hast diese Erfahrungen in deiner Landschaft mit deinen Leuten gemacht und du bist dadurch verbunden mit dir in dieser Welt, da wo du lebst, mit deinen Leuten. Du gehst durch dick und dünn miteinander und du bist erfüllt von diesem tagtäglichen Tun, von dem Holz, dem Essen beschaffen, dem Pflanzen sammeln. Und die andere Hälfte ist, du gibst zurück. Du dankst der Erde dafür, dass sie dich die ganze Zeit ernährt. Und jetzt kommen plötzlich Zeremonien ins Spiel, Danksagungen, womit wir dieses Symposium eröffnet haben. Jetzt haben wir, dass wir Handwerk machen, Festtagsgewände machen mit unglaublichen Perlenverzierungen, Stickereien und dass wir feiern. So, und auf einmal landen wir bei, ja, was macht ihr denn nun in der Wildnispädagogik? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wir lassen es uns gut gehen. Wir sitzen in liebevoller Gemeinschaft am Feuer. Wir kochen gutes Essen. Wir singen Lieder, wenn uns danach ist. Wir lobpreisen ob unserer Freude über die Welt die funkelnden Sterne.
oder die elegant, grazil trabenden Hirsche mit ihren Kindern. Und wir freuen uns und dann singen wir darüber und dann machen wir das nächste Fest und dann fordern wir uns wieder heraus und machen irgendein kleines Abenteuer. So, wir haben einfach ein gutes Leben. So, aber was für ein Leben? Oder eben eins eher draußen und weniger zivilisiert, wenn du es so willst. Weniger in dieser Definition von Zivilisation. So, da gibt es auch ein tolles Buch zu von Robert Wolf, Das Lächeln der Senoi oder Was es bedeutet, Mensch zu sein. Und ich denke, dass es für mich ist das heute ein Ding, wie ich Wildnispädagogik erklären würde, ist quasi, was es bedeutet, Mensch zu sein, bevor wir angefangen haben, in diesen selbstgebauten Zoos zu leben, wie artgerechtes Leben geht und was alles Komponenten davon sind, so gesund zu leben. Und das ist tatsächlich von einzelnen Volksstämmen unabhängig ein roter Faden, der sich durch die Spezies Homo sapiens durchzieht. Und da habe ich von Wolfgang immer wieder gehört, wir haben heute weniger zu tun. Also die Geschichte ist so mit Wölfen. Wir haben Wolfsforscher, die kamen vor langer Zeit zusammen in den USA und haben gesprochen über Wölfe. Und auf einmal ist klar geworden, dass wir ganz, ganz viel wissen über Wölfe in Gefangenschaft. Und es ist auch klar geworden, wir wissen eigentlich kaum etwas über wildlebende Wölfe, weil alle Studien sich auf Wölfe in Gefangenschaft bezogen haben. Und es ist aber klar, dass Wölfe in Gefangenschaft ein ziemlich anderes Verhalten, ja quasi von der Software im Kopf, in wie sie vorgehen, fast andere Wesen sind als wildlebende Wölfe, die einfach frei machen können, was sie wollen. So, und Wolfgang sagte damals zu dieser Biologin schon, dass er der Meinung ist, dass das nicht nur bei Wölfen zutrifft, sondern bei uns ganz genauso. Und das ist das, wo wir landen, Homo sapiens oder Homo domesticus. Und ich heute, ich bin ein domestiziert lebender Mensch. Ich habe mich selbst über die Jahrtausende der Geschichte domestiziert und dadurch lebe ich völlig anders, als wenn ich wild lebe, in einer Gemeinschaft von Leuten, von einer Linie, die das immer so getan haben. Und das heißt, wenn wir uns mit Wildnispädagogik beschäftigen, dann erfahren wir diesen Wiederauswilderungsprozess am eigenen Leib, kommen dadurch auch mit den Konflikten in Kontakt, was das alles mit sich bringt und finden dann einen Weg in der Zeit heute, uns mit aufrechter Geisteshaltung konstruktiv einzubringen, um irgendwie Gesundheit und Freude und so weiter in unser eigenes Leben zu bringen zu können. Wir suchen irgendwie einen Weg durch das Schlamassel, wenn du es so willst. Womit nicht alles schlecht ist, so meine ich das nicht, sondern es ist einfach, wie es ist. Wir finden einen Weg damit. Und dann landest du plötzlich bei der ganzen Geschichte von unserer Art. Und ja, das haben wir jetzt in der letzten Zeit selten erwähnt, wenn wir über Wildnispädagogik gesprochen haben. Mir war das wichtig, dass das einfach auch noch dazugehört. Das hast du toll zusammengefasst. Dazu ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Aber ich erlaube mir, noch darauf aufmerksam zu machen, dass bei uns auf jeden Fall es auch so ist, dass wir angefangen haben, ich und Joscha auch und andere, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir da gelandet sind, wo wir jetzt gelandet sind? Und da haben wir uns fett damit beschäftigt und Joscha und ich sind auch immer noch in Ausbildung bei jemandem, wo es auch darum geht. Und ich will da jetzt nicht tiefer einsteigen, nur, dass man hört, aha, darum geht es auch. Und bei dem hat es auch damit zu tun, warum wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind, hat damit zu tun mit Sprache, dass indigene Sprachen ziemlich anders sind wie die westlichen Sprachen und dass Sprache aber extrem bestimmt, wie wir die Welt wahrnehmen. So, das ist auch ein Punkt, bis hin auch, dass Schrift und Verschriftlichung und sich über Schrift verständigen auch was ausmacht.
Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber schlussendlich sind das alles Teile, von denen wir sagen, das gehört zur Wildnispädagogik. Wie ist es denn gekommen, dass wir da gelandet sind, wo wir jetzt gelandet sind? Was hat dazu geführt? Und das ist extrem spannend und das hört nie auf. Und ja, ich freue mich ohne Ende, dass ich irgendwann mal da gelandet bin. Gut. Ja, Mensch, das ist wirklich, wenn wir jetzt uns bemühen, einfach unsere Erfahrung da in Worte zu fassen. Und ich habe immer das Gefühl, egal wie Mühe ich mir gebe, ich kann eigentlich da nur dran kratzen und habe dann sofort das Gefühl, oh Gott, ich habe das Wichtigste eigentlich nicht gesagt und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Und trotzdem habe ich es irgendwie probiert. Und ach ja, es ist so fantastisch, so viel. Ja. Hoffen wir, dass irgendwas rüberkam, was brauchbar ist. Ich sehe die ganzen Herzen und Daumen hoch hier in den Reaktionen. Also Dankeschön dafür. Das klingt so. Und ja, es ist alles das und es ist gleichzeitig das alles auch nicht und noch viel mehr. Und letztendlich geh einfach raus und mach. So. Und dann schauen wir mal. Und was du heute sagst und was ich heute sage und was ich in 5 Jahren erzähle, das kann ziemlich anders sein. Ja. Aber jetzt würde ich einfach sagen, dass wir nochmal Anne dazu schalten. Anne, das sollte klappen, indem du einfach dein Video wieder anmachst. Ja, hallo. Weil ich habe gesehen, es ist viel im Chat passiert. Ich habe das natürlich nicht gelesen, weil ich mich hier drauf konzentrierte. Hast du Fragen rausgesucht oder hast du vielleicht überhaupt ein Stimmungsbild vom Chat für uns, dass wir ein bisschen davon Eindruck bekommen und dann vielleicht auf Fragen eingehen können? Ja, ich glaube, den meisten Teilnehmern ging es so wie mir. Sie haben euch gebannt zugehört, deswegen war gar nicht so viel los im Chat. Wir haben 2, 3 Fragen, die habe ich auch rauskopiert aus dem Chat. Und dann gibt es ja hier noch den Fragen und Antworten Extra-Bereich. Den seht ihr ja auch. Da sind jetzt gerade noch 4 Fragen, die offen sind. Die beantworteten, das waren Kleinigkeiten am Anfang. Genau. Ja, also würde ich vorschlagen, dass ich euch erstmal erzähle, was der Matthias wissen wollte. Und zwar hat er mehrere Fragen gestellt. Matthias, ich weiß nicht, ob wir da alle jetzt beantworten können. Ich fange mal mit der mittleren an. Verstehe ich es richtig, dass Wildnispädagogik und das gemeinschaftliche Draußensein ein Schlüssel ist, um sich von diesem zerstörerischen westlichen Gedankengut unserer Zivilisation ein Stück zu lösen? Fette Guter Einstieg, ne? Fette Frage, ja. Genau, mit einem Satz zu beantworten. Ich mache mich mal stumm. Wolfgang, willst du? Nein, mach. Ja. Ja, also eine Antwort kann sein ja und gleichzeitig, ja, wie sage ich das möglichst einfach? Also, ich möchte im Prinzip das ein bisschen die Wertung verändern oder rausnehmen. Also, alles hinterlässt Spuren. Und was wir momentan als Gesellschaft oder als westliche Zivilisation für Spuren auf dieser Erde hinterlassen, ist ziemlich anders, als was für Spuren zum Beispiel die Menomine am Lac de Flambeau für 15.000 Jahre für Spuren hinterlassen haben, bevor sie mit Zivilisation begannen. So, das kannst du sehen, oder wenn du dir die Sanbusch-Leute anguckst, die Spuren, die die hinterlassen haben, in all den Jahrtausenden, die sie dort an diesem Ort gelebt haben, und die Spuren, die wir hinterlassen, seitdem wir seit 500 Jahren oder so da sind, das unterscheidet sich ziemlich. Und jetzt haben wir eben diese vielen verschiedenen Studien zu den ungesunden Nebeneffekten auch von Zivilisation. Und es ist weniger ein uns davon einfach nur lösen, glaube ich, sondern es ist eher ein Wahrnehmen, Spuren lesen und dann mit der Geschichte, die wir alle haben, ein Gehen wiedererlernen, was in uns und um uns herum
lebensbejahendere Spuren hinterlässt. So würde ich das mal vorsichtig formulieren. Es ist ein Unterschied, ob ich wo lang gehe und danach ist alles vollgemüllt und kaputt, oder ich gehe wo lang und die Umgebung wird durch meine Präsenz auch bereichert. Als Mensch, ich muss immer nehmen, um leben zu können. Aber wie das geschieht, ist eine völlig andere Frage. So, ich muss was essen. Das ist klar. Das müssen alle irgendwie. Ich kann das aber so machen. Also Fakt ist, dass europäische Geschichtsschreiber, als sie nach Nordamerika kamen und mit der Kolonialisierung begannen, die haben aufgeschrieben, dass es kaum fassbar ist, wie die Dörfer der Indigenen nicht zu finden sind, weil unsere Dörfer waren quasi Kahlschlag, Palisaden und dann ein bisschen Ackerbau drumherum. Und deren Dörfer waren quasi in der Wildnis nicht zu unterscheiden. Und was du am ehesten bemerken konntest, war, dass unmittelbar dort, wo ein Volk lebte, die Artenvielfalt höher war. So, und das ist der Hammer, wenn du das in den Kontrast setzt zu uns heute, wo die Artenvielfalt massiv sinkt, also mit ja extremer Geschwindigkeit so. Und das ist einfach ein Fakt. Und das ist ganz, ganz lange dokumentiert von unseren eigenen Leuten, dass die Spuren sind einfach andere, die hinterlassen werden. Und so, ja, da geht es schon darum auch. Anne? Ja, ob das jetzt Matthias Frage in allen Einzelheiten beantwortet, wissen wir natürlich nicht, aber ich habe die Ahnung, dass es zumindest die Richtung getroffen hat. Matthias hatte noch andere Fragen gestellt. Da wir aber noch andere Personen haben, schwenke ich erstmal zu einer anderen und wir schauen mal, was am Schluss noch übrig bleibt. Wir haben zwei Fragen, die eher ein bisschen, glaube, praxisorientierter sind. Das sind, glaube ich, beides Frauen, die auch aktiv Wildnispädagogik lehren oder weitergeben. Zum einen die Christina. Hallo Christina, wir haben damals die WP1 zusammen gemacht bei Jörn. Genau, die hat noch in den Chat geschrieben. Und zwar, als Joscha die Geschichte geteilt hat, wie er unter der Plane in den Karpaten lag, weil er eben einen anderen Job hatte und wusste, die anderen sind da in ihren Laubhütten und das Gewitter waltet vor sich hin. Genau, da ist ihre Frage. Das ist ein Thema, wo ich gerne mehr darüber hören und lernen möchte. Wie geht es mir und was mache ich, wenn meine Leute draußen sind? Zum Beispiel bei Visionssuchen, Ritualen. Also wie kann ich da mit meinen Sorgen umgehen? Wie begleite ich das Ganze emotional? Und vor allem, wie lerne ich, Risiken wirklich einzuschätzen? Vielleicht könnt ihr dazu was sagen. Joscha, du nickst. Sag was. Ja, Christina, das ist eine sehr wichtige Frage, denke ich. Und gleichzeitig ist das eine von denen, wo es von uns vermutlich eher Gegenfragen anstatt klare Antworten gibt. Ich denke, dass das eine Frage ist, wo durch das Tun du eigene Antworten findest. Und gleichzeitig ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir uns mit den Gefahren beschäftigen. Das heißt, meine Frage ist, in den Situationen, wo du Menschen begleitest, was sind die Gefahren? So, was sind die Gefahren und was weißt du über diese Gefahren? Und dann geht es natürlich darum, was ist da dein angelerntes medizinisches oder theoretisches Wissen und was hast du an eigener Praxis tatsächlich erlebt? Und letztendlich, dass die Sicherheit und die Reife, die sich in uns entwickelt, weil wir zum Beispiel mal Durchfall hatten von zu viel wildes Wasser auf einmal getrunken oder etwa eine leichte Vergiftung von was man nicht hätte essen sollen, eine Magenverstimmung oder so. Das sind Erfahrungen, die wir am besten in eigener Praxis ohne Führungsrolle erleben und überleben und dadurch schlauer werden. Und
Auf jeden Fall gilt es, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und genauso ist es aber auch an Tanz mit, auf der anderen Seite haben wir die überbeschützend wollenden sozusagen Eltern oder ja, Seminarleiter oder so, ist es wichtig, dass es einen Raum gibt, in dem diese Erfahrungen gemacht werden können. Und es ist wichtig, dass unsere Kinder oder die Teilnehmerinnen überleben, dass es ihnen gut geht schlussendlich so. Und da haben wir natürlich auch die rechtliche Situation heute. Das heißt, lieber auf der sichereren Seite, auf jeden Fall alles recherchieren über die Gefahren, die es da gibt. Bei uns hier ist es ja vor allem zum Beispiel Zecken verlaufen, Kälte. Und dann, und das eben unter Vorbehalt beziehungsweise immer auf eigene Gewähr, da wird Wittenspädagogik einfach wild. Wir brauchen eigene Erfahrungen mit diesen Gefahren. Und das gibt uns die Fähigkeit, Sachen einschätzen zu können. So, das ist quasi was, wo Konzept komplett aufhört zu existieren. So, ich kann Leute in Wildnissituationen begleiten, weil ich in diesen Situationen gewesen bin. Das heißt nicht, dass ich es immer richtig entscheide. So, aber es bringt mich nicht so schnell aus dem Konzept und ich werde unruhig, weil die Kniescheibe war halt schon ein paar Mal draußen und wir haben es hinbekommen. Jetzt als Beispiel. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber meine Frage ist, welche Gefahren gibt es bei dir und was weißt du darüber und welche hast du schon selber erlebt? Und ja. Ja, mach es auf keiner, also mach es nie, ohne dass du selbst die Erfahrung gemacht hast. Und je mehr Erfahrung, je öfter du das gemacht hast, bei dem du Leute jetzt begleitest, desto sicherer bist du darüber. Und eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. So sehe ich das. Gleichzeitig soll uns, weil es aber die hundertprozentige nicht gibt, nicht davon abhalten, dass wir trotzdem für Leute einen Raum eröffnen, bei dem sie was erfahren, was sie sonst noch nie erfahren haben. Und da gibt es ja ganz bestimmte Seminare, die absichtlich so gestrickt sind, dass die Leute, wo wir wissen, dass die das noch nie gemacht haben und wo wir wissen, dass die Schiss davor haben, wenn sie das jetzt machen sollen. Und das geht aber nur, wenn du das selbst öfters gemacht hast und da gut Erfahrungen gemacht hast. Und wenn du dich das dann traust, weil du dir schon sicher bist, auch wenn es nicht hundertprozentig der Fall ist, dann kriegst du eine Wahnsinnsdankbarkeit von den Leuten, die sich darauf eingelassen haben. Aber das sind Dinge, die kannst du mit Leuten nur machen, die du schon länger begleitest, sodass die ein Vertrauen zu dir haben und du musst auch ein Vertrauen zu denen haben. Und dann geht sowas. Und deswegen sagen wir zum Beispiel in unserer Wildnisschule, dass wir gewisse Sachen nur machen, wenn wir Leute schon zum Beispiel 3 Jahre kennen, sonst nehmen wir da keinen mit. Ja. Genau, und eben, dass du auch nur Dinge begleitest, die du selber erfahren hast. Und dann immer wieder erfahren. Cool, danke euch beiden. Christina schreibt auch danke. Ich hab noch mehr Fragen. Ja, 2, 3 kann ich, glaube ich, ein bisschen zusammenfassen. Es wird gefragt, wie es denn mit Gefahren ist bei psychischen Themen, also Traumata, die wieder hochkommen und wie man damit umgehen kann. Zum einen, jetzt in Reaktion auf eure Antwort auf Christinas Frage eben. Und dann fragt der Götz, wie es denn im Rhythmus des Lernens und Begreifens aussieht mit dem Zurückschrecken, wenn es emotional bedingt ist, also weil es zum Beispiel mit früheren traumatischen Erlebnissen verkoppelt ist, wenn man dann zurückschreckt von den Erfahrungen, von dem Weitergehen. Und er geht davon aus, dass das Zeit und Aufmerksamkeit braucht. Wie ihr das seht, würde er gerne wissen. Vielleicht passt es in eine Antwort, sonst lese ich den zweiten Teil auch gerne gleich nochmal. Ja, das ist eine Riesenfrage. Ich meine, ich bin begeistert. Die Fragen, die hier kommen, das zeigt im Prinzip, dass wir sehr erfahrene Zuhörerinnen haben, also, die einfach selber viel Praxis haben. Ja, das ist eine Riesenfrage. Und auch dafür gibt es keine einfache Antwort. Ich
kann das mit einer ganz kurzen Geschichte ansprechen. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Die Frage habe ich tatsächlich letztens einem mir sehr wichtigen Menschen auch erzählt, also die Geschichte, die ich auf diese Frage erzähle. Und zwar, stell dir vor, es gibt eine Lichtung mit Brombeeren. Und da wachsen die besten Brombeeren und die besten Brombeerblätter. Und wer liebt Brombeeren und Brombeerblätter? Hasen. Und eine Hasenmama geht mit ihrem Hasenkind immer wieder an diese Lichtung und zeigt ihrer jüngeren Generation, wie man das gute Hasenleben lebt. Und sie essen Brombeerblätter, Brombeerknospen und es ist einfach gut. Eines Tages springt plötzlich ein Luchs auf die Hasenmama ein, während die friedlich am Essen waren. Und die Hasenmama erschrickt sich und schlägt Haken und springt weg. Das Kind erlebt das erste Mal und ist einfach nicht ganz so schnell und wird gefressen. Jetzt kannst du sagen, oh, wie furchtbar, warum erzählt der Mann jetzt so eine schreckliche Geschichte? Nur was ich sagen möchte, ist, das eine ist, in der Natur sterben Tiere, in der Natur sterben Pflanzen, das gehört zum Leben dazu. Immer wieder ist die Frage, wie das passiert. Und der Luchs kann leben. Hey, der Luchs ist nicht der Böse hier. So, worum es eigentlich geht, ist, für diese Hasenmama ist das ein tief traumatisches Ereignis. So, die fängt im Prinzip an zu zittern, wenn sie nur an Brombeerlichtungen denkt. Wegen diesem Erlebnis mit dem Luchs. Und sie hat ihr Kleines verloren. Und was jetzt passiert ist, dass es ist eine Frage von, wie diese Häsin mit diesem Trauma, mit dieser Erfahrung umgeht. Und da gibt es tatsächlich, ich habe mich viele Jahre sehr intensiv mit Hasen beschäftigt, da geht es darum, was sie für Wege geht. Und das braucht teilweise Zeit. Aber grundsätzlich hat sie ja Erinnerungen daran, dass es auch sehr schön ist, diese Brombeeren zu essen. Aber sie hat auch dieses Trauma und diesen Konflikt und das Zittern und das Einfrieren. Und es gibt Hasen, die frieren ein und gehen nie wieder auf diese Lichtungen. Und genauso gibt es Hasen, die in der Lage sind, das über Zeit umzuwandeln und im Prinzip auf einmal zu sagen, hey, ich gehe wieder an diese Lichtung und ich lerne aus der Vergangenheit und ich fange an, extrem wachsam zu sein, meine Ohren genau aufzustellen und besonders aufmerksam an diese Lichtung zu gehen. Und das heißt, jetzt haben wir eine Situation, wir sprechen da von posttraumatischem Stress und aber auch posttraumatischem Wachstum. Und jedes Trauma birgt das Potenzial für beides, für posttraumatischen Stress und posttraumatischen Wachstum. Und dass ich vielleicht anfange zu zittern und ein komisches Gefühl habe, wann immer ich mich Brombeerlichtungen nähere, das wird wahrscheinlich im Leben dieser Häsin immer so bleiben. Aber wie ich mit diesem Gefühl handle, nämlich ob ich nie wieder auf eine Brombeerlichtung gehe oder ob ich es umwandle in ich bin besonders wachsam und lerne damit umzugehen, das liegt im Einzelfall, ist das meine Entscheidung. Und das kann ich jedes Mal, wenn ich mich der Brombeerlichtung näher und dieses Gefühl von Angst und Einfrieren in mir aufkommt, kann ich damit gehen und sagen, ich wandle das. Ich wandle das in etwas, was mich letztendlich zu einer besseren Häsin macht, nämlich einer, die echt aufpasst. Und das kann etwas sein, was ich meinen neuen Nachkommen weitergebe, sodass auch die wache, aufpassende Hasen sein. Das trägt zum Überleben meiner Spezies bei. Das ist das, was mir dazu einfällt. Aber auf jeden Fall, Trauma ist real und es hilft nichts, irgendwas übers Knie brechen zu wollen. Gras wächst nicht schneller, weil du dran ziehst. Und Dinge brauchen ihre Zeit. Ganz klar. Und viel erledigt sich aber durch Zuhören und Behutsames. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir in einem sicheren Rahmen sind, wo wir uns geborgen fühlen, dann kann sich vieles schrittweise von alleine heilen.
So, es braucht oft weniger Therapie und mehr einfach Zuhören und Geborgenheit und sicheren Rahmen. Und dann kann ich selbst entscheiden, ob ich mich wieder in die Nähe dieser Lichtung traue oder nicht. Ja, das passiert. Irgendjemandem passiert das immer. Du eröffnest dein Seminar, du sagst, die erste Viertelstunde erzählst du was und da hast du 20 Leute und bei 20 Leuten fahren ihre Weltanschauungen hoch. Die einen sagen, boah, das ist cool, deswegen bin ich genau hierher gekommen. Ich weiß nicht, was meine Kamera macht. Seht ihr das auch? Sieht wie ein Wackelkontakt aus. Ist aber nicht der Fall. Die anderen sagen... Mal einmal aus und wieder an, Wolfgang. Einfach Video beenden und Video wieder starten. Danke. Ja, hat geklappt. Ja. Die anderen sagen, okay. Und die Dritten sagen, okay, dafür bin ich nicht gekommen. Ich sehe auch genau, davon hatte wirklich keine Ahnung. Aber schauen wir mal, was noch kommt. Irgendwas passiert mit den Leuten immer. Das geht gar nicht anders. Und ja, wenn es tiefergehende Sachen sind, kommen auch tiefergehende Sachen hoch. Wir sind, alle haben wir diese Verletzungen und diese Wunden. Und das ist etwas, was passiert. Was hilft ist, was Joscha schon gesagt hat, ein gutes Zuhören. Und was hilft ist, die Natur. Da kommt ins Spiel, dass Wildnispädagogik auch daraus besteht, dass es dreht sich ja viel darum, mehr mitzukriegen, wacher zu sein, mehr Awareness zu bekommen. Aber je mehr du dir gewahr wirst in dieser Welt, desto mehr stellst du gleichzeitig auch fest, wie die Welt tatsächlich ist. Und das kann dich allein schon wieder ins Abstürzen bringen. Das ist Teil davon, von dieser Nummer. Und deswegen ist die andere Hälfte von Awareness Ceremony. Und damit meine ich, oder ist gemeint, dass wir alle möglichen Werkzeuge haben, um das, was da kommt, mit dem auch tanzen zu können. Ein Werkzeug ist, dass wir draußen sind. Einer hat mal zu mir gesagt, der war mit mir in Alaska mit, und er sagte, das wäre aber nichts für meinen Bruder, der spinnt immer so. Und ich sage, Robert, schau dich mal um. Hier im Umkreis von 1000 Kilometer gibt es überhaupt nichts, keinen Ort und nichts. Wenn sich dein Bruder irgendwo ausspinnen kann, dann genau hier. So, die Natur, das Draußensein, die Kraft, die da ist, wenn nicht etwas Menschengemachtes ist, nichts angebaut ist, sondern von selber wächst und so weiter, das ist alleine schon eine Heilung. Und das andere ist Zuhören. Und das dritte ist, es gibt da verschiedene Praktiken, die Leute machen können, um da wieder ins Heilen zu kommen. Deswegen sind all diese Sachen, bestehen aus zwei Teilen. Das Lernen, das mehr aware werden, dieser Neugier nachgehen. Und du kannst nicht deiner Neugier nachgehen und du kannst nicht immer mehr rausfinden und rauskriegen, nur draußen. Das geht nicht. In dem Maße, in dem du draußen wahrnimmst, nimmst du auch in dir innen wahr. Und wenn das immer mehr wird, dann kriegst du automatisch auch bei dir innen drin oder ich bei mir drinnen an deine sogenannten dunklen Seiten. Und die gilt es dann auch anzuschauen. Das ist Teil der Nummer. Und wenn du dir nicht anschaust, dann geht es auch draußen nicht weiter. Das ist ein Tanz, der zusammengeht. Und ja, als Mentor solltest du von beiden eine Ahnung haben. Ja. Okay. Cool, danke euch. Eine ganz andere Frage stellt die Silvia. Ist es wichtig, bei einer Veranstaltung immer mehrere Handwerkstechniken anzubieten, damit jeder das wählen kann, was zu ihm gerade passt?
Da fällt mir gleich spontan zu was ein. Was ist da los? Meine Kamera ist ganz normal. Naja. Was ein wichtiger Punkt ist von Wildnispädagogik, eine ganze Säule, heißt Sein gewähren. Etwas altertümlicher Ausdruck. Wir behandeln das so, dass jeder eben, wir wissen, dass alle Leute, die da sind, sich für verschiedene Sachen interessieren und auch verschiedene Sachen mitnehmen, die wir anbieten, und dass es unmöglich ist, dass bei allen dasselbe rauskommt. Das entspricht der menschlichen Natur, das geht gar nicht anders. Gleichzeitig hat das Sein gewähren aber auch eine Grenze. Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber um die Frage zu beantworten, wenn wir jetzt einen Gerbkurs draußen haben, dann ist das Absicht. Und die Leute melden sich zum Gerbkurs an. Und wenn ich jetzt einen habe, der da gelandet ist, wieso auch immer, und den aber Gerben eigentlich nicht so interessiert, und er möchte aber dauernd mit seinem Bogenbauen ankommen und sucht Platz und Raum bei mir, der ich der Vortragende bin, der Mentor bin, um bei den anderen die Aufmerksamkeit auf Bogenbauen zu lenken, dann ist meine Meinung dazu, dann gehört sich nicht, dass er damit durchkommt. Das bedeutet, du führst das wieder auf das Subject zurück, für das die Leute gekommen sind und für das du auch jetzt gerade stehst. Vielleicht weiß ich ja überhaupt gar nichts über Bogenbauen. So, anders ist, das haben wir auch gemacht, zu deiner Antwort noch, wir machen was back to back. Wir haben ein Seminar gehabt, das ist Bogenbauen und Gerben. Die Gerber machen Gerben, die Bogenbauer machen Bogenbau, aber gleichzeitig gucken sie ein bisschen über die Schulter und sehen den anderen zu. Nicht, dass der für Bogenbauen jetzt gekommen ist, dann zu Gerben anfängt, total und umgekehrt, aber so ergänzt du ein bisschen. Dadurch, dass du irgendwas auswählst, entsteht automatisch ein Fokus auf dieses Ausgewählte. Und dann gehört sich auch, dass du dieses Ausgewählte bringst. Danke, Wolfgang. Anne, wir haben vermutlich, sollten wir uns nicht Zeit nehmen für alle Fragen, dass du vielleicht noch einfach zwei raussuchst, die du besonders interessant findest jetzt. Oder die viele stellen, weißt du? Ja. Ja, eine Frage von Andreas Schmidt möchte ich noch aufgreifen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, zu der wir schon gesprochen haben. Und ist trotzdem noch was Neues und eine Ergänzung. Was sind eure Ideen und Erfahrungen zum Thema verrückt? In meiner Welt sind alle ein wenig Bluner, wie es in der Werbung heißt. Haben die Ureinwohner, die ihr kennt, überhaupt eine Unterscheidung? Oft sind die Leute, die ich treffe, die als verrückt benannt werden, eher gesund im Umgang miteinander zum Beispiel. Ja, auch Riesenfrage. Da kommen wir wieder auf Kategorien. Und das in Kategorien packen, was in Realität grundsätzlich schwierig ist, da Übergänge fließend sind. Das heißt, wenn ich mir Natur anschaue, und alles gehört ja zur Natur, dann gibt es keine klaren Grenzen, sondern Grenzen sind in der Regel von Menschen gemacht. Und irgendwo, wenn ich ganz genau schaue, relativ erfunden. Umso genauer ich schaue, vor allem wenn du in die Quantenphysik gehst, dann wird es auf einmal fast willkürlich, wo wir die Grenze ziehen. Und genauso ist es natürlich mit Schubladen und mit Kategorien. Es ist toll, Kategorien zu haben, weil dadurch kann ich klar kommunizieren. Solange ich mir bewusst bin, dass ich dadurch auch vereinfache und Dinge simpler darstelle, als sie wirklich sind. So, weil die Übergänge eben fließend sind. Was bedeutet das für Zustände von Menschen? Das heißt, für den einen ist das Kind heute Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom gestört. Für den anderen ist dieses Kind einfach sehr wachsam. Und
dass Syndrome wie zum Beispiel ADHS plötzlich schlagartig zunehmen. Sir Ken Robinson hat das so toll gesagt. 1920 hatte das keiner, weil einfach noch nicht bekannt war, dass das ein Zustand sein könnte, den man haben kann. So, und jetzt, wo der quasi diagnostiziert ist und man hat Kategorie dafür aufgebaut, ne, Kriterien dafür aufgebaut, jetzt nimmt es plötzlich pandemisch zu. So, überall hast du diese andauernd wachsenden Zahlen von Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. So, ich empfehle sehr die Vorträge von Sir Ken Robinson zu dem Thema. Und auch Richard Louv mit seinem Buch Das letzte Kind im Wald geht toll darauf ein, wie ADHS jetzt als ein Beispiel eigentlich eher Symptome sind von sehr wachen, leistungsstarken Sinnesapparaten, die unterfordert sind wegen einer hausbasierten, Frontalunterricht oft orientierten Umgebung. Und wenn du diese Kinder in den Wald holst, sind das plötzlich die Ersten, die den Vogelalarm bemerken, die Ersten, die die Spuren am Boden bemerken. Einfach unglaublich wachsame Kinder. Und die Probleme, wie zum Beispiel Aggressivität im Klassenraum oder nicht still sitzen können, die werden plötzlich zu Fähigkeiten und so bereichern sie ihre Gemeinschaft, anstatt schwarze Schafe zu sein, die aussortiert werden müssen, weil sie mit dem Standard nicht konform gehen können. So, das ist ziemlich ein komplexes Thema und ähnlich habe ich das auch erlebt zum Beispiel mit Schizophrenie. Das ist, was für den einen verrückt ist, ist für den anderen eine Gabe. Die Frage ist, der gesellschaftliche Kontext und wie damit gesellschaftlich umgegangen wird. So, es kann sein, dass ich jemanden auf Medikamente setze und in Behandlung wegschließe. Und es kann sein, dass ich diesen jemanden früh bemerke, in früher Kindheit, und besonders ausbilde und sie die Heilerin oder Schamanin des Stammes wird. So, das ist eine Frage von gesellschaftlichem Umgang mit dem, was ist. Und in dem Moment, in dem wir stigmatisieren durch zu krasses schwarz-weißes Kategorisieren, verlieren wir potenzielle Geschenke. Cool. Ja, wow. Fast ein bisschen komisch, jetzt noch was zu sagen, aber du hast zwei Fragen gesagt. Ich mache mal meinen Job weiter. Den Tim haben wir noch nicht gehört, deswegen suche ich mir das als letzte Frage aus. Gibt es ein Buch oder einen anderen Forschungsraum für die verschiedenen Praktiken, die Menschen tun können, um mit dem Schmerz der Welt umzugehen? Kleine Anmerkung von mir, Joscha und Wolfgang. Wir haben grundsätzlich die Buchtipps, die ihr zwischendurch reingeworfen habt, im Chat stehen. Ich denke, Thema Buchtipps ist eine fette Nummer. Vielleicht könnt ihr dazu allgemein auch was sagen. Das wäre jetzt meine Bitte zu dieser Frage. Du bist noch stumm, Joscha. Wir können für jeden Chatverlauf später Kopien als PDFs für alle zum Runterladen verfügbar machen. Und da steht dann alles drin, was im Chat passiert ist. Und ob jetzt jemand von unserem Moderationsteam sich die Mühe machen möchte und alle Buchtipps zusammenschreibt, das will ich jetzt nicht zusagen. Da sprechen wir mal miteinander und gucken. Aber auf jeden Fall gibt es die Chatverläufe für alle. Und ich bin seit, ich glaube, 2 Jahren dran, eine Bücherei zusammenzustellen, die wir dann auf unsere Webseite stellen. Das werden Bücher sein, das werden Vorträge sein, das werden Podcasts sein, die alle um diese riesige, umfangreiche Idee, was ist Wildnispädagogik, tanzen. Im Moment ist es leider noch nicht so weit. Ja, und das Thema Weltschmerz und Umgang damit. Ja, also ganz bestimmt können wir da auch noch Bücher zu raussuchen und empfehlen. Jetzt gerade fällt mir nicht sofort eins ein. Und ich glaube, auch da ist wieder, in meiner Welt ist das Wesentlichste, dass wir die Beziehung zu unserer großen Mutter aktiv aufsuchen. Weil sie ist die Obermama, die uns super gut in den Arm nehmen kann. Und wir alle wissen, wie es ist, wenn dich eine liebevolle Mutter auf den Arm nimmt, hält und tröstet und dir zuhört.
So. Und das erleben die meisten von uns im Erwachsenenalter einfach viel zu wenig. Vielleicht haben wir den einen guten Freund oder den Partner, aber das ist grundsätzlich zu wenig. Und es gibt eine Form von Geborgenheit und Halt, die uns die Erde und die Natur geben können, die uns Menschen nicht geben können. Und deswegen ist meine kürzeste Antwort darauf ist, geh auf deinen Sitzplatz, umarme Bäume, so albern das vielleicht klingt, aber oder also tue irgendwas, um in unmittelbaren Kontakt mit Natur zu kommen und erlebe ihre heilenden Kräfte. Vor allem zum Beispiel Wasser, See, Meer, fahr ins Meer, setz dich da alleine hin. So, sei am Wasser, sei am Strand, sei an deinem Baum. Und das heißt nicht, dass sich alles immer sofort löst. Es kann auch sein, dass es erstmal noch schmerzhafter wird. Das kann schon sein. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung, dass Mutter Erde und ihre ganzen Verbündeten uns helfen. Ja. Wenn du's hinkriegst und du bist am Meer, dann stehst du am Meer frühmorgens, wo keiner ist. Du musst alleine sein. Und dann schreist du alles raus. Ans Meer. Gewaltig. Oder wenn Wasser dein Ding ist, dann stellst du dich in einen Fluss und brüllst da alles rein und der Fluss trägt es weg. Oder wenn mehr Erde dein Ding ist, dann grab ein Loch, knie dich drüber und fang an, da deinen Schmerz, deine Tränen, was auch immer, reinzugeben. Fang an und dann kommt's. Wir sagen, fake it until you make it. Und du musst keine Angst haben, dass die Erde da schlecht wird davon oder das Meer oder wenn du das machst mit Baum. Das ist umgekehrt. Das ist ähnlich wie Sauerstoff brauchen wir und wir hatten Kohlenstoff auf und wir haben dann die Bäume, die das umgekehrt brauchen. Es gibt alle Wesen, die mit uns zu tun haben, wissen, dass es super ist, wenn Homo sapiens im Balance ist. Und mir erscheint es so, dass alle irgendwie zusammenhelfen, wenn sich dann Homo sapiens auf den Weg macht, sich zu heilen, dass das bemerkt wird und unterstützt wird. Und das, ich wollte vorher sagen, eigentlich wollte ich nichts darüber sagen, weil es ist besser, du machst das in Gemeinschaft, wir sind zusammen und wir sagen jetzt zu dir, okay, jetzt geh raus und mach das und das. Aber natürlich kannst du das auch alleine machen. Geh her und probier es aus. Und es ist nichts dabei. Du musst dich nur trauen und du musst es nur tun. Und dann wirst du sehen, was passiert. Cool, Wolfgang und Joscha. Ihr schafft es auf jeden Fall, die Fragen so zu beantworten, dass ganz viele Dankes kommen in dem Chat, neben den Herzen, die über eure Gesichter laufen. Wir haben jetzt tatsächlich zumindest die Fragen angerissen, die ich jetzt mitgeschnitten habe. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, dann seht es mir nach. Den Chat habe ich gespeichert für die Buchtipps. Da finden wir einen Weg und sagen euch das in irgendeiner Form nochmal, wo ihr die dann findet. Und ich würde mich jetzt verabschieden, weil mein jüngstes Mädchen die Muttermilch braucht. Hm. Die weint schon. Hey, danke Anne. Danke Anne. Bis später. Bis später. Ja. Und tatsächlich, wir haben jetzt 30 Minuten länger gemacht als geplant. Gut, das hatten wir zwischendurch angekündigt, haben uns Zeit für die Fragen genommen. Es ist bald Zeit, Mittagessen zu machen und wir haben um 15 Uhr den nächsten Vortrag zum Nature Journaling von Verena. Das ist die Fähigkeit, gut zu beobachten und dann die geistigen Bilder auch in Zeichnungen auszudrücken. Und es ist, finde ich, unglaublich, was für schöne Journale sie macht. Und da wird sie uns zeigen und anregen, dass wir auch gute Journale machen können. Lass uns jetzt aufhören und die Zeit nutzen, dass wir uns alle gut versorgen können, gut essen können, Pause machen können und unsere anderen versorgen können. Und dann sehen wir uns um 15 Uhr wieder. Okay. Gut, Wolfgang. Guten Hunger. Bis gleich. Esst gut.